Willkommen zu diesem Screencast von ZBMed. Mein Name ist Rabea und in diesem Video schauen wir uns eine Einführung in Python an. Das Video geht diesmal etwas länger. Wir haben drei große Themen vor uns. Einmal die Python-Grundlagen, also wir lernen so ein bisschen Vokabeln, damit wir das Ganze dann in echten Beispielen anwenden können. Die Beispiele sind für den Bibliotheksalltag ausgerichtet oder für ja, Menschen in informationsbezogenen Einrichtungen. Und als nächstes schauen wir uns dann eine Python-Library an, die sich Pandas nennt, mit der man tabellarische Daten bearbeiten kann. Nicht nur bearbeiten, sondern auch visualisieren und analysieren. Und als letztes schauen wir uns an, wie wir eine API, also eine Programmierschnittstelle, ansteuern können. Wir machen das an dem Beispiel von DataSite und schauen uns dann an, ja, wie wir damit Metadaten beziehen können. Also, wir haben ein paar Themen vor uns. Wenn ihr noch mehr über die Programmiersprache Python wissen möchtet, dann haben wir dazu mal ein ZBMed Lab-Video gedreht. Auch zu der API gibt es ein Lab-Video. Also schaut da gerne nochmal vorbei. Ich gehe jetzt nicht mehr ganz so tief darauf ein in diesem Screencast. Die Inhalte sind diesmal von ZBMed. Also, die haben wir erstellt im Team. Trotzdem ist die Didaktik auch wieder. Ja, richtet sich nach The Carpentries und dazu gibt es natürlich auch ein Video. Da könnt ihr dann auch nochmal vorbeischauen. Ich mache das Ganze wieder über Linux. Ich zeige euch zwischendurch aber auch, wie die Oberfläche über Windows aussieht. Um das Ganze zu starten, damit ihr mitmachen könnt, braucht ihr einmal den Anaconda Navigator. Ich bin jetzt hier schon auf der Webseite. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Wenn ihr hier seid auf dem Download, könnt ihr diese Registrierung auch überspringen. Also man muss sich hier nirgends anmelden. Anaconda Navigator ist Open Source und ich würde euch das empfehlen, weil wir zum einen damit die Programmiersprache Python installieren, aber auch die Entwicklungsumgebung, die wir hier nutzen, nämlich Jupyter Notebook. Außerdem kommt da noch einiges mehr mit. Es gibt noch eine andere Entwicklungsumgebung, die ihr damit installiert, nämlich Spyder. Und ja, auch Jupyter Lab ist ähnlich wie Jupyter Notebook. Also ihr bekommt damit einige Dinge mit an die Hand, die ihr auch danach noch weiter nutzen könnt. Genau, hier unten könnt ihr das Ganze für Windows installieren, für Mac oder für Linux. Wenn ihr das habt, dann würde ich gar nicht mehr lange drum herum reden, sondern wir starten zusammen das Jupyter Notebook. Hier geht's schon los. Das Ganze startet über Linux etwas anders als über Windows. Ich mache das einmal hier für Linux, gehe ich in das Terminal und gebe hier einmal Jupyter Leerzeichen Notebook ein. Dann startet hier ein lokaler Server und dadurch öffnet sich ein Tab in meinem Browser. Plop, ist jetzt automatisch passiert. Ganz wichtig, wir sind jetzt nicht online damit, also es ist ein lokaler Server und das Ganze würde auch funktionieren, wenn ich offline bin. Jetzt kurzer Cut und ich zeige euch noch, wie man das Ganze über Windows öffnet. So, hallo auch nochmal von der Windows-Maschine. Ich zeige euch hier auch einmal, wie ihr Jupyter Notebook öffnen könnt. Und zwar könnt ihr, wenn ihr Anaconda Navigator installiert habt, entweder hier in der Suchleiste nach Anaconda Navigator suchen. Vielleicht machen wir das einmal zusammen. Dann öffnet sich das ganze Programm. Seht ihr dann hier diesen grünen Kreis? Und das Programm startet, das kann unter Umständen auch mal eine Weile dauern. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, Jupyter Notebook zu launchen, also zu starten. Hier seht ihr auch noch, was sonst so mit Anaconda mitkam, zum Beispiel auch Jupyter Lab. Mit dem könnte man das eigentlich auch alles machen, was ihr im Workshop macht. Oder auch hier die IDE Spyder, also die andere Entwicklungsumgebung, die man auch nutzen kann. Wenn euch das auch interessiert, sowas wie Spyder oder Visual Studio Code, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ansonsten, wie gesagt, entweder hier auf Launch klicken, das mache ich jetzt mal nicht. Ich zeige euch noch eine andere Möglichkeit. Ihr könnt das Notebook auch direkt starten, wenn ihr nach Jupyter Notebook sucht. Dann öffnet sich, oder sollte so etwas hier kommen, eine App. Da öffnet sich dieses schwarze Fenster, das auf jeden Fall nicht schließen. Da läuft dann euer Notebook drin. Und auch hier öffnet sich dann ja einmal eure Startseite von Jupyter Notebook und von dort aus geht's dann jetzt auf Linux weiter.
So, wir sind wieder zurück auf Linux und das Ganze hat sich jetzt in meinem Home Directory geöffnet. Das ist bei Windows auch der Fall. Ihr werdet dann Ordner sehen, die euch vertraut vorkommen, wie der Desktop oder Documents, Downloads. Das heißt, unter Windows ist das der Pfad C, Users und euer Username. Ihr könnt hier theoretisch auch noch weitergehen in eure Ordner und dort das Jupyter Notebook ablegen. Ich mache das jetzt auch mal. Ich gehe hier in meinen Work-Ordner und ja, erstelle hier mal noch einen neuen Ordner, in dem ich dann die Jupyter Notebooks ablege. Auch noch eine Sache, vielleicht sieht das Interface bei euch etwas anders aus, kann ich auch noch mal einblenden. Ich habe hier die Jupyter Notebook Version 7. Die sieht etwas anders aus als die ältere Version. Wenn ihr die ältere Version habt, ist das aber nicht weiter tragisch. Also da ändert sich eigentlich nichts an den Inhalten, nur das Interface sieht etwas anders aus. Okay, ich erstelle hier einen neuen Ordner unter dem Button New. New Folder und nenne den mal Python. Klick da rein und der Ordner ist jetzt natürlich erstmal leer. Also ihr seht schon, ich bin hier jetzt quasi in meinem File-System, genauso wie wenn ihr über den gelben Ordner auf Windows in eure Files geht. Oder bei mir ist das hier dieser graue Ordner. Okay, wenn ihr an dem Ort seid, wo ihr die Notebooks ablegen wollt, dann starten wir ein neues Jupyter Notebook hier auch wieder mit dem Button New und Notebook. Wenn ihr das ältere Interface habt, dann steht hier nicht Notebook, sondern Python 3. Dann einmal da drauf klicken. Da sollte sich dann auch wieder ein neuer Tab für euch öffnen und darin startet dann das neue leere Jupyter Notebook. Hier in der neuen Version kann ich jetzt Python 3 auswählen. Klicke ich dann Select. Und schon haben wir unser leeres Notebook vor uns. Okay, ihr merkt schon, wir sind in einem Live-Coding-Screencast. Das heißt, ich werde jetzt die Inhalte tippen und ihr könnt das Ganze mit mir mittippen. Ihr könnt auch das Video beschleunigen, könnt die Geschwindigkeit ändern unter YouTube, wenn euch das zu langsam ist. Ihr könnt es auch langsamer machen. Ich würde euch auch empfehlen, zwischendurch mal Pausen zu machen. Also bei mir werden hier auch manchmal Cuts dazwischen sein. Das deutet darauf hin, dass ich gerade mal eine kurze Pause für mich selber mache. Empfehle ich euch auch. Okay, dann sind wir jetzt in diesem leeren Jupyter Notebook und hier oben seht ihr einmal Untitled. Das heißt, das Notebook hat noch keinen Namen und das können wir ändern, wenn wir hier auf das Untitled klicken. Dann werden wir gefragt, wie wir das Ganze nennen möchten und wir nennen das Ganze jetzt einmal Python Basics. Also im ersten Notebook lernen wir hier die Grundlagen von Python und auch die Grundlagen von Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ist eine ja, besondere Entwicklungsumgebung, ist jetzt anders als zum Beispiel Spyder. Wir erstellen hier Dateien. Können wir uns vielleicht einmal kurz hier anschauen, haben das jetzt einmal hier gespeichert und das Ganze wurde jetzt auch hier in dem Ordner gespeichert. Also wenn ich auf Homepage gehe, dann sehe ich jetzt hier mein Notebook und dieses Notebook hat die Endung IPyNB, also IPython Notebook. Unter der Haube ist das JSON, also ist auch wieder ein Plaintext. Vielleicht kommt ihr gerade vom Shell-Screencast oder vom Git. Screencast, da haben wir auch schon mal Plaintext angesprochen. Wenn ihr Entwicklungsumgebungen nutzt wie Spyder oder Visual Studio Code oder PyCharm, dann erstellt ihr Python-Skripts, die haben eine Endung PY, also nur Python. Und ja, das ist schon so der Unterschied. Also Python-Skripte führt man aus und die werden dann von oben nach unten durchgeführt. Bei dem Jupyter Notebook habt ihr hier diese einzelnen Zellen, die ihr ausführen könnt. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und was hier auch noch stattfindet in dem Jupyter Notebook, ist etwas, das ich schreibe das hier einmal rein. Es nennt sich Literate Programming. Und das heißt, dass ihr sowohl Code als auch Text in einem Dokument zusammenführen könnt. Und ja, dadurch eure
euren Code viel besser kommentieren könnt, könnt ihr eine ganze Abhandlung schreiben oder auch Publikationen. Es gibt einen schönen Artikel, der nennt sich The Scientific Paper is Obsolete. Den packe ich euch auch gerne in die Infobox. Und da geht es auch darum, dass Jupyter Notebooks sich super eignen für Publikationen. Ihr kennt bestimmt Publikationen, die nur mit Text verfasst wurden. Der Vorteil hier ist, dass man dann eben auch den Code mitgibt und wenn man das Ganze veröffentlicht, andere auch nachvollziehen können, wie man seine Daten erhoben hat und nicht nur nachvollziehen können, sondern den Code auch nachnutzen können und damit eigene Analysen anstellen können. Das ist so der Vorteil von dem Notebook und diesen Vorteil schauen wir uns als allererstes an. Also wir haben sowohl Textmöglichkeit als auch Code. Und hier oben seht ihr schon, dass für diese Zelle hier jetzt Code ausgewählt ist. Wenn ihr dieses Menü öffnet, öffnet sich dieses Dropdown-Menü und hier könnt ihr noch Markdown auswählen. Ihr seht schon, Markdown begegnet uns hier auch immer wieder in den Screencasts. Markdown ist eine Auszeichnungssprache, wie auch HTML, also ja, HTML oder XML, also eine Markup-Language. Und diese Sprache können wir nutzen, um Text zu schreiben. Ich kann euch auch gerne wieder eine Kurzreferenz zu Markdown in die Infobox packen, also ein Cheat Sheet, wie die Syntax von Markdown so aussieht, aber die schauen wir uns hier auch gleich noch etwas genauer an. Okay, wenn ihr Markdown ausgewählt habt, dann seht ihr auch, dass sich die Zelle hier etwas verändert hat. Ich gehe nochmal auf Code. Dann haben wir hier diese eckigen Klammern. Und sobald ich hier Markdown auswähle, sind die eckigen Klammern nicht mehr da. Wir sehen auch gleich, warum diese Klammern da sind bei dem Code. Okay, dann beginnen wir mal damit, eine Überschrift zu schreiben. Und dafür können wir dieses Rautezeichen nutzen. Ich mache das Ganze mal noch etwas größer. Und ja, schreiben wir erstmal Python-Einführung. Ich drücke jetzt Enter, um in die nächste Zeile zu kommen. Und schreibe hier noch, hier wollen wir Python lernen. Um diese Zelle jetzt auszuführen, drücke ich Shift und Enter. Also drückt einmal Shift und Enter und dann seht ihr, dass das Ganze, diese Markdown-Syntax in HTML umgewandelt wird und dass aus diesen Python-Einführungen eine Überschrift wird und hier noch der Text, den wir dazu geschrieben haben. Die Zelle ist jetzt ausgeführt und wir sehen diesen Rand hier drumherum nicht mehr. Wir können die Zelle aber wieder bearbeiten, wenn wir einen Doppelklick hier reinmachen. Also sobald ich auf die Überschrift klicke, komme ich hier wieder in den Editiermodus und kann noch mehr dazu schreiben. Ich würde euch noch so ein, zwei Sachen zeigen zu der Markdown-Syntax. Mit einem Strich, mit einem Bindestrich könnt ihr einen Stichpunkt machen. Ja, machen wir mal. Wir lernen erstmal die Grundlagen. Ihr könnt auch fett schreiben mit Markdown, wenn ihr vor und nach einem Wort oder einem Satz zwei Sternchen setzt. Oder ihr könnt auch kursiv schreiben. Machen wir das mal hier bei dem Python mit einem Sternchen. Gibt es auch verschiedene Schreibweisen für. Man kann das auch mit Unterstrichen machen. Und genau, so könnt ihr euren Text auch beliebig anpassen. Wir führen es nochmal aus mit Shift und Enter und sehen dann, dass das Ganze auch übernommen wurde. Vielleicht noch eine Sache, die passiert ganz oft in unseren Workshops, wenn ich jetzt hier wieder einen Zeilenumbruch mache und noch einen Satz schreibe. Mal schon ein kleiner Spoiler unter anderem. Schauen wir uns Datentypen an und das Ganze wieder ausführe, dann wird hier kein Zeilenumbruch angezeigt. Wenn ihr das möchtet, dann setzt man bei Markdown hier vor den, nach dem ersten Satz zwei Leerzeichen. Also damit sagt man dann, mache hier einen Zeilenumbruch und starte eine neue Zeile, drücke nochmal Shift-Enter und jetzt hat das Ganze auch geklappt. Okay,
Damit haben wir eine kleine Einführung in Markdown. Ich würde euch noch ein bisschen was zu dem Interface von Jupyter Notebook zeigen. Auch hier ist das jetzt ein bisschen anders, je nachdem, welche Version ihr habt. Wenn ihr Jupyter Notebook 7 habt, dann habt ihr jetzt hier innerhalb der Codezelle die Möglichkeit, die Zelle nach oben oder nach unten zu verschieben mit diesen Pfeilen. Ihr könnt diese Zelle auch duplizieren, dann habt ihr eine Kopie davon. Könnt auch hiermit eine Zelle darüber einfügen oder darunter oder hier die Zelle löschen. Wenn ihr die ältere Version habt, dann habt ihr diese beiden Pfeile hier oben. Also dann könnt ihr hier oben die Zellen verschieben. Hier habt ihr die Möglichkeit, auch die Möglichkeit, Zellen auszuführen. Also das, was wir gerade mit Shift-Enter gemacht haben, könnt ihr auch hier mit dem Run-Button machen. Könnt das Ganze auch abbrechen, hier mit dem Stoppzeichen. Ihr könnt Zellen ausschneiden mit der Schere oder kopieren und einfügen. Ihr könnt das ganze Notebook hier auch abspeichern mit der Diskette. Das Notebook sollte sich aber von alleine immer mal wieder abspeichern. Bei mir war jetzt der letzte Checkpunkt vor 9 Minuten, aber ja, eigentlich speichert das Notebook auch immer mal wieder von alleine. Dann haben wir hier noch verschiedene Menüs. Einmal File, da könnt ihr auch von diesem Notebook aus ein neues Notebook öffnen oder ein Terminal. Ihr könnt das Notebook auch abspeichern als zum Beispiel PDF, also hier unter Export Notebook as PDF und könnt das Ganze dann jemand anderem in die Hand drücken. Gibt auch noch verschiedene andere Formate. Und hier habt ihr auch unter Run nochmal die Option, Zellen auszuführen. Könnt auch hiermit ein ganzes Notebook von oben nach unten ausführen. Mit dem Run All Cells. Den Kernel schauen wir uns gleich nochmal an. Falls irgendwann mal euer Notebook nicht mehr macht, was es tun soll, also wenn es irgendwo stecken bleibt, dann kann es sein, dass der Kernel disconnected ist und dass man den einmal restarten kann. Können wir uns später nochmal anschauen. Genau, ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Ihr habt hier auch Shortcuts innerhalb des Notebooks. Unter der alten Version gibt es hier auch irgendwo direkt einen Knopf für die Shortcuts. Hier haben wir den unter Help. Da könnt ihr euch auch nochmal umschauen. Hier gibt es auf jeden Fall auch einen Shortcut für die Umwandlung in Markdown und Python. Also wenn ihr eine Zelle zu einer Markdown-Zelle machen wollt, könnt ihr Escape und M drücken. Seht ihr jetzt, dass ich hier die Klammern sind verschwunden und hier steht jetzt Markdown. Oder wenn ihr von Markdown zu Python wechseln wollt, dann könnt ihr Escape und Y drücken. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Shortcuts, um das Ganze hier abzukürzen. Okay, dann geht's jetzt endlich los mit Python und wir schauen uns einmal noch genauer an, welche Befehle zu der Core Language gehören, also zu der Kernsprache. Okay, dann starten wir jetzt hier einmal mit unserer ersten Anweisung und dafür schreibe ich nochmal eine Überschrift und schreibe hier erste Anweisung. Ihr seht schon, ich versuche das Notebook immer hier schön mit zu beschriften. Tatsächlich findet ihr diese Python-Einführung bzw. alle Notebooks, die wir in diesem Screencast erstellen, auch online. Das sind alles offene Bildungsressourcen. Findet ihr in unserem GitHub-Repositorium Bits and Pieces from the Carpentries. Und auch das packe ich euch wieder in die Infobox. Dann könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Ihr könnt aber auch gerne die ganzen ja, Beschreibungen und Kommentare mitschreiben. Okay, dann kommt jetzt der Trommelwirbel und wir schreiben unsere erste Anweisung. Und zwar eine Funktion, die sich Print nennt. Mit Print kann man sich Dinge ausgeben lassen von Python. Und zwar genau das, was hier in den runden Klammern steht. Wir wollen einmal Hello World zurückbekommen und führen das einmal aus, wieder mit Shift-Enter. Und ja, bekommen genau das zurück, was ich versprochen habe. Also Print kann man sich genauso vorstellen. Man druckt etwas aus, man bekommt hier direkt unter der Zelle etwas zurück. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Python-Anweisung geschrieben oder deinen ersten Python-Befehl. Dann schauen wir uns eine weitere Funktion an, die wir hier nutzen können, nämlich
Kommentare. Ich nutze jetzt hier auch immer die Shortcuts, also Escape M für eine Markdown-Zelle, Escape Y für die Python-Zelle. Pack hier wieder eine Überschrift ein und nenne das Ganze Kommentare. Und wir haben ja jetzt schon gesehen, dass wir Kommentare mit den Markdown-Zellen schreiben können. Wir können aber auch Kommentare innerhalb einer Codezelle schreiben, indem wir auch hier das Rautezeichen benutzen. Ihr seht schon, dass hier auch etwas passiert, das sich Syntax-Highlighting nennt. Also bestimmte Dinge färben sich bestimmt ein. Also hier zum Beispiel das, was wir ausblenden wollten, wird rot eingefärbt. Und hier bei dem Kommentar, ich schreibe mal noch was dazu, das ist ein Kommentar, wird der Kommentar ja so türkis, grün, blau, streiten wir uns nicht drum, eingefärbt. Das bedeutet, dass alles, was hinter diesem Rautezeichen steht, wird von von dem Python-Interpreter ignoriert. Und dadurch können wir das eben als Kommentarfunktion nutzen. Wir packen mal innerhalb dieser Zelle noch einen Befehl rein. Nochmal print. Lassen uns diesmal something zurückgeben und führen das Ganze wieder aus. Dadurch, dass wir jetzt diesen Hashtag gesetzt haben, wird diese Zelle, nicht die Zelle, sondern diese Zeile hier ignoriert. Wenn wir das nicht tun, können das mal ausprobieren. Ich nehme das hier nochmal weg und führe es so aus, dann bekommen wir eine Fehlermeldung zurück. Und zwar einmal einen Syntax-Error, Invalid-Syntax. Also Python denkt dann, dass das hier irgendwelche Befehle sein sollen und kennt diese Befehle nicht. Und sobald wir diesen Hashtag davor setzen, wird das Ganze wieder ignoriert. Ist also hilfreich für uns, um Kommentare zu schreiben oder aber auch um Code auszukommentieren. Also hilft gerade, wenn man ein längeres Skript schreibt oder irgendwas ausprobiert und man Fehler zurückbekommt, dann kann man damit versuchen, ja, gewisse Zeilen auszukommentieren und zu gucken, ob es dann wieder klappt. Also wenn wir diesen Print-Befehl auch noch auskommentieren, dann bekommen wir hier nichts mehr zurück, denn dieser Print-Befehl wird auch von Python ignoriert. Und ja, somit steht hier kein ausführbarer Befehl mehr in der Zelle. Ich mache das hier einmal wieder rückgängig und ich habe gerade schon etwas gemacht, nämlich diese Zelle hier mehrmals ausgeführt. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass hier an der linken Seite in den Klammern eine Zahl steht. Und hier steht jetzt mittlerweile eine 6, dadurch, dass ich diese Zelle mehrfach ausgeführt habe. Also was wir hier links sehen, ist ein Counter, der eben zählt, welche Zelle als letztes ausgeführt wurde und uns quasi so die Reihenfolge mitgibt, in welcher Reihenfolge wir die Zellen ausgeführt haben. Auch das ist wieder eine Besonderheit von Jupyter Notebook. Also bei einem Python-Skript wird das von oben nach unten ausgeführt. Hier bei Jupyter Notebook kann man das Ganze auch in beliebiger Reihenfolge ausführen. Das hat Vorteile, das kann aber auch zum Stolperstein werden, wenn man ja, frühere Zellen nochmal ändert und vergisst, die auszuführen, dann läuft man ab und zu mal einen Fehler rein. Vielleicht passiert uns das ja auch an dem Screencast. Aber so sehen wir auf jeden Fall die Reihenfolge davon und was als letztes ausgeführt wurde. Vielleicht eine Quizfrage, könnt dann Pause drücken und überlegen, was würde jetzt passieren, wenn ich diese Print-Zelle hier neu ausführe. 3, 2, 1, wir tun's. Genau, und wenn ich das jetzt tue, dann steht hier die 7. Wenn ihr wieder bei 1 starten möchtet, wäre jetzt der Moment für den Kernel, um den Kernel neu zu starten, beziehungsweise die Zellen nochmal alle neu zu starten. Ihr könnt mal hier in den Kernel klicken und einmal Restart Kernel und Run All Cells ausprobieren. Dadurch wird dieses ganze Notebook nochmal zurückgesetzt, der Kernel wird neu gestartet und die Zellen werden neu ausgeführt und dadurch wird dieser Counter auch wieder neu gesetzt. Und jetzt haben wir wieder einmal hier die 1 und die 2. Und ihr seht schon, die Markdown-Zellen werden dabei nicht gezählt. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema und zwar mit einfachen Datentypen in Python. Mache hier wieder eine Überschrift
einfache Datentypen und führe das Ganze einmal aus mit Shift-Enter. Genau, nebenbei, mit Shift-Enter wird hier immer direkt wieder eine neue Zelle geöffnet. Wenn ihr das nicht möchtet, kann man Zellen auch mit Steuerung-Enter ausführen, dann wird hier nicht automatisch wieder eine neue Zelle geöffnet. Aber da wir sowieso immer eine neue Zelle brauchen, nutzen wir Shift-Enter. Okay, wir schauen uns jetzt mal verschiedene Datentypen an in Python. Und ja, ein Datentyp davon sind Variablen und ihre Wertezuweisung. Ich schreibe mal hier noch den englischen Begriff Value Assignment dazu. Wir können in Python Variablen setzen und diesen Variablen einen Wert geben, sodass wir diese Variablen später nachnutzen können. Das machen wir mal. Wir setzen hier eine neue Variable und geben ihr den Wert Lovelace. Lovelace packen wir in Anführungszeichen. Und führen die Zelle einmal aus. Und ihr seht schon, wenn wir jetzt eine Variable setzen und ihr einen Wert geben und das Ganze ausführen, bekommen wir keinen Output zurück. Nicht wie bei dem Print-Befehl. Trotzdem ist etwas passiert. Wir haben dieser Variable jetzt einen Wert gegeben. Und probieren wir das Ganze mal wieder mit dem Print-Befehl und nutzen jetzt diese Variable nach. Also davor haben wir hier einmal den Satz Hello World oder Something in Print gepackt. Diesmal packen wir unsere Variable Name hier rein. Und wenn wir das tun, bekommen wir den Wert dieser Variable zurück, also Lovelace. Ja, das ist für uns praktisch, wenn man Variablen öfter benutzen möchte, dann kann man, oder wenn man einen Wert öfter benutzen möchte, dann kann man den in eine Variable packen und somit leicht nachnutzen. Okay, schauen wir uns den nächsten Datentyp an, den wir tatsächlich schon einige Male hier benutzt haben, nämlich einen sogenannten String oder eine Zeichenkette. Und zwar ist ein String, ich habe versucht, diesen Begriff zu umgehen, genau das hier. Also Hello World ist zum Beispiel ein String oder Something ist ein String oder auch Lovelace ist ein String. Und diese Zeichenketten oder Strings werden immer in Python dargestellt, indem man sie in Anführungszeichen setzt. Setzen wir nochmal einen neuen String und eine neue Variable, die wir diesmal First Name nennen und packen dort die Zeichenkette Ada mit rein. Und diesmal benutzen wir direkt den Print-Befehl, das geht nämlich auch, und können hier die Variable direkt zurückgeben lassen. Hier kommt wieder der wichtige Moment im Programmieren, und zwar, dass Faulheit eine Tugend ist. Nicht nur im Programmieren, auch im echten Leben. Ja, wir versuchen immer so wenig wie möglich zu schreiben und hier werde ich schon schreibfaul, wenn ich jetzt First Name ausschreiben muss. Was ihr tun könnt, ist einmal die Tab-Taste drücken. Und damit wird die Autovervollständigung von Python gestartet und ihr könnt hier direkt die Variable aussuchen. Manchmal funktioniert das Ganze nicht, manchmal braucht das ziemlich lange. Ich drücke euch die Daumen, dass es klappt, dann könnt ihr euch die Schreibarbeit ersparen. Gut, dann führen wir die Zelle noch einmal zusammen aus und bekommen jetzt wieder Ada zurück. Nebenbei könnt ihr euch im Notebook auch ohne den Print-Befehl die Werte zurückgeben lassen. Wenn wir nur First Name eingeben, dann bekommen wir auch Ada zurück, aber in dem Fall mit den Anführungszeichen. Das ist auch eine Besonderheit vom Jupyter Notebook. Also in einem Skript würde das so nicht funktionieren, sondern da muss man auf jeden Fall den Print-Befehl nutzen. Nebenbei, vielleicht ist euch Ada Lovelace schon ab und zu über den Weg gelaufen in unseren Videos. Ada Lovelace hat quasi das Programmieren erfunden, also hat das erste Programm geschrieben. Natürlich nicht in der Form, wie wir das heute kennen, aber genau. Sie hat damit eigentlich gestartet. Also ein passendes Beispiel für den Screencast. Okay. Gehen wir einen Schritt weiter, schauen uns noch einen Datentyp an, und zwar Integer oder Ganzzahlen. Ich weise nochmal darauf hin, dass wir gerade die Grundlagen machen. Das hatte ich am Anfang auch schon erwähnt, aber im Moment passieren jetzt noch nicht die echten Beispiele. Wir
lernen Vokabeln, wie man das auch machen würde, wenn man eine neue Sprache lernt und dann Essen bestellen möchte in Spanien, dann muss man erstmal die Vokabeln kennen. Deswegen sind das jetzt noch nicht die Bibliotheksbeispiele, aber bleibt bei mir, zieht durch, dann kommen wir später zu den Beispielen, die man auch ja, im Alltag weiter nutzen kann. Okay. Genau, Python erkennt auch Ganzzahlen. Dafür setzen wir nochmal eine neue Variable und Ada Lovelace wurde leider nur 37. Aber genau deswegen setzen wir für die Variable age einmal die Zahl 37 und diesmal setzen wir das Ganze nicht in Anführungszeichen und dadurch ja, wird diese Zahl dann auch nicht rot eingefärbt wie eine Zeichenkette, sondern grün. Geben wir uns das Ganze auch direkt wieder zurück mit Print und bekommen hier einmal die 37. Dann gibt es noch Floats, also Gleitkommazahlen. Und machen hier einmal noch die Variable Size. Und Achtung, hier ist der deutsche Begriff türkisch, beziehungsweise die deutsche Schreibweise. Natürlich schreibt man da Gleitkommazahlen mit einem Komma. Hier wird aber die englische Schreibweise benutzt mit dem Punkt. Also, dass wir dann 1 Punkt, machen wir mal 1, 2, 3 schreiben. Und auch das geben wir uns direkt wieder zurück mit Print Size. Dann schauen wir uns noch einen letzten Datentyp an, und zwar Boolean, also boolesche Werte. Kennt man vielleicht auch schon aus dem Bibliotheksalltag oder Kontext. Und hier kann man mit Python ja einen booleschen Wert setzen und sagen, dass etwas wahr ist oder falsch. Wir setzen mal den Wert wahr und sagen, dass wir auf jeden Fall wissen, dass Ada Lovelace sich mit Mathematik gut auskannte. Sie war Mathematikerin und schreiben knows math gleich true. Auch hier seht ihr, dass das Syntax-Highlighting greift und dass true grün und fett dargestellt wird. Bei diesen booleschen Werten ist es auch tatsächlich wichtig, dass ihr dieses T am Anfang groß schreibt. Wenn wir das nicht machen, dann wird das auch nicht eingefärbt und Python nimmt das nicht als booleschen Wert wahr. Also wir müssen true groß schreiben, lassen uns das hier auch direkt wieder zurückgeben mit knows math. Und wir setzen direkt in dieser Zelle auch noch einen False-Wert. Keine Garantie, dass das überhaupt so ist. Wir sagen jetzt einmal, dass sie nicht so gerne gegärtnert hat. Likes Gardening. False. Und auch hier wird das Ganze wieder fett und grün. Und das geben wir uns auch mal wieder hier zurück. Genau, auch hier bekommen wir dann eben den Wert dieser Variable zurück. In dem Fall einmal das True für Knows Math und einmal das False für Likes Gardening. Ja, bis jetzt haben wir uns immer den Typ selbst festgelegt. Also wir wissen immer, was für ein Datentyp das ist. Es kann aber auch mal vorkommen, dass ihr eben ja, externe Daten bekommt oder Daten von anderen und dann wollt ihr vielleicht erstmal erfahren, was das für ein Datentyp ist, was da sich versteckt. Dafür gibt es eine Funktion, die ihr nutzen könnt und die nennt sich Type. Und ja, Type hat auch diese runden Klammern, genauso wie Print und da, dort drin können wir angeben, von was wir denn den Typ wissen möchten. Und dafür nehmen wir mal unsere erste Variable, die wir gesetzt hatten, hier ganz oben mit dem Name. Und führen das einmal aus mit Shift-Enter. In dem Fall bekommen wir jetzt str zurück und das steht für String. Also mit Type, ja, können wir erfahren, welcher Datentyp hinter einer Variable steckt. Ihr könnt das auch gerne mal noch mit anderen Variablen ausprobieren, die wir hier schon gesetzt haben. Zum Beispiel hatten wir einmal Size, bekommen wir dann Float zurück. Oder ich bleibe mal hier in der Zelle und führe die wieder neu aus. Dann hatten wir noch Age, da kommt dann Int zurück für. Da kommt dann Int zurück für Integer. Oder ja, hier das Likes Gardening, da bekommen wir dann einmal Bool für Boolean zurück.
Also mit Type können wir uns den Typ anzeigen lassen. Das packe ich hier mal noch mit rein. Typ anzeigen lassen. Okay, bevor es ins nächste Thema reingeht, würde ich euch noch gerne eine Sache zeigen. Und das hat hier mit dieser Zelle zu tun. Hier haben wir uns zwei Werte zurückgeben lassen mit dem Print-Befehl. Und ich habe euch davor auch gezeigt, dass man auch nur die Variable schreiben kann und damit einen Wert zurückbekommt. Wenn ihr jetzt das Gleiche machen würdet, wie in dieser Zelle und zwei Variablen angebt, zum Beispiel Name und Age, und das wiederum ausführt, dann passiert Folgendes, dass ihr nur den letzten Rückgabewert bekommt, also nur den Wert von Age. Auch das ist Jupyter Notebook typisch, also dass man hier überhaupt was zurückbekommt, liegt an dem Notebook. Das würde bei dem Skript nicht passieren. Und genau, in dem Fall, wenn man das umgehen möchte, dann können wir das genauso lösen wie hier, indem wir den Print-Befehl nutzen und einmal das Name und Age in den Print-Befehl packen. Dann bekommen wir auch wieder beide Werte zurück. Also hier schreibe ich es mal noch dazu. Der letzte Rückgabewert wird vom Jupyter Notebook ausgegeben. Dann geht es weiter mit dem nächsten Thema. Wir machen wieder eine neue Überschrift und schauen uns Operatoren in Python an. Genau, mit Python bekommt ihr quasi auch einen Taschenrechner mit. Das heißt, ihr könnt damit auch Addition benutzen. Wir können mal hier schreiben 5 plus 5 und bekommen eine 10 zurück. Also Python kann rechnen. Wir können hier Addition benutzen. Wir können auch Multiplikation nutzen. Multiplikation. Und können das auch wiederum mit unseren Variablen machen. Also können mal age mal mit dem Sternchen mal 100 machen. Dann bekommen wir 3700 zurück. Also age war unsere 37. Dann können wir auch noch Strings miteinander verketten. Durch das Pluszeichen. Also nehmen wir nochmal unser Name plus Name. Dann bekommen wir hier zweimal Lovelace zurück. Was nicht funktionieren würde, oder machen wir noch eine Sache, die funktioniert. Das können wir auch x-mal aneinander ketten. Also machen wir mal 10, dann bekommen wir 10-mal Lovelace zurück. So, was nicht funktioniert, ist, wenn wir einmal Name plus 10 eingeben. Dann wird sich das Notebook beschweren und wir bekommen eine Fehlermeldung zurück. Wir hatten vorhin schon mal eine Fehlermeldung. Schauen wir uns die mal hier genauer an, beziehungsweise was man sich merken kann für die Fehlermeldung ist, dass die letzte Zeile immer die aufschlussreichste ist. Da bekommt ihr dann immer einen Hinweis darauf, was genau das für ein Fehler sein ist. Es ist nicht unbedingt immer so genau, aber in dem Fall schon. Wir haben einen Type Error und hier steht can only concatenate string not int to string. Also die Fehlermeldung sagt uns, wir können keinen Integer mit einem String verbinden. Genau, vielleicht sehen wir später nochmal andere Fehlermeldungen. Wie gesagt, nicht immer sieht man direkt daran, was jetzt schiefgelaufen ist, aber es gibt immer so einen guten Hinweis darauf. Und im Zweifelsfall, wenn man nicht weiß, was man damit machen soll, dann kann man diese Fehlermeldung auch kopieren. Vielleicht machen wir das einmal zusammen. Und kopieren uns hier diese Fehlermeldung einmal und gehen in unser World Wide Web und geben die hier einmal ein. Ich habe es jetzt hier oben eingegeben. Wo ihr dann wahrscheinlich landen werdet, und das ist uns jetzt auch passiert, ist die Seite stackoverflow.com. Das ist eine Seite, auf der ja, die Community Fehlermeldungen oder Fragen zu verschiedenen Programmiersprachen hat oder generell in dem Bereich. Und diese Fragen werden dann von der Community beantwortet.
Hier haben wir jetzt die Fehlermeldung, how to resolve type error can only concatenate string, not into string. Und hier wird uns jetzt auch direkt gezeigt, dass diese Frage schon mal gestellt wurde. Trotzdem hat die Person, die diesen Fehler hatte, einmal den Originalcode hier reingepackt und die komplette Fehlermeldung. Und was wir dann sehen, sind hier die Antworten. Also jeder, der hier eingeloggt ist auf Stack Overflow, kann dann Antworten dazu geben, was das Problem sein könnte. Und beziehungsweise in dem Fall war die Frage, wie kann man das lösen, was die Lösung dafür ist. Und man kann diese Antworten auch ranken. Also ihr seht jetzt hier die 171, das wurde dann so oft nach oben gesetzt, dass diese Antwort useful ist. Und auch die Frage wurde gerankt, also ob das eine sinnvolle Frage ist. Ich gucke hier gerade mal, es gibt auch die Möglichkeit, dass der oder die Fragestellerin eine Antwort als ihre Antwort markiert. Dann ist hier noch so ein grünes Häkchen, das steht dann dafür, dass das die Lösung für die Frage war, die funktioniert hat. Und hier bekommt man dann eben Lösungsvorschläge, wie man das Ganze auflösen kann. Genau. Wir schauen uns auch mal an, wie man das Ganze auflösen kann. Hier ist schon so ein kleiner Spoiler auf etwas, was wir uns später angucken können und wie man das Ganze umgehen kann. Wir gucken uns noch eine andere Möglichkeit an. Also das war der kleine Ausflug nach Stack Overflow, kann euch immer wieder helfen und wie gesagt, sobald man hier eine Fehlermeldung kopiert, kommt man meistens auf dieser Seite wieder raus und findet dort auch meistens gute Antworten. Genau, eine Möglichkeit für uns, das Ganze zu umgehen, wäre, wenn man Name plus 10 schreibt, aber die 10 in Anführungszeichen. Dadurch wird dann aus dieser 10 eine Zeichenkette, also ein String. Und das wiederum kann man miteinander verketten, so wie wir auch Name plus Name verkettet haben. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht die sinnvollste Verkettung, aber das wäre eine Möglichkeit. Ich kann mal hier auch noch einen Kommentar dazu schreiben. Also ihr könnt auch Kommentare nach dem Code schreiben, das geht auch. Und schreibt mal, hier ist 10 ein String. Okay, gehen wir weiter mit den Operatoren. Man kann auch dividieren. Schreibt mal hier die Division. Zum Beispiel unsere Variable Size durch Age. Dann bekommen wir hier 0,046 und so weiter raus. Und dann schauen wir uns noch eine Sache an, die wiederum nicht funktionieren wird. Ich überlege gerade, ob ich wieder einen Ausflug mache, denn hier im Workshop kommt auf die Frage, warum ich hier die Leerzeichen dazwischen setze. Machen wir mal den Ausflug. Bis jetzt habe ich es geschafft, das auch immer zu tun. Aber das Ganze würde auch anders funktionieren. Also nehmen wir nochmal hier das Beispiel. Auch wenn ich Size durch Age ohne die Leerzeichen schreibe, bekomme ich meine Antwort. Warum ich das mache, liegt daran, dass das gut Practice ist. Also auch wieder so ein Community-Standard, den man ausführen kann. Und dass man hier die Leerzeichen setzt, ist ein Teil dieses Good Practice. Und dient ja dem menschlichen Auge. Also es ist für uns einfacher zu lesen und zu erkennen, was genau hier passiert. Man kann besser unterscheiden zwischen den verschiedenen Variablen und dem Operator als hier. Das habe ich hier auch an anderen Stellen gemacht. Also auch hier bei dem Ist-Gleichzeichen habe ich immer ein Leerzeichen dazwischen. Das würde auch anders funktionieren. Oder was ich auch schon im Workshop gesehen habe, ist, dass man zum Beispiel auch das Print hier mit einem Leerzeichen dazwischen machen kann und bekommt trotzdem die Antwort. Das ist kein guter Stil. Und es gibt hier auch einen Style Guide, den ihr euch anschauen könnt, wenn ihr möchtet. Der nennt sich PEP 8. Können wir hier auch einmal zusammen danach suchen. Ja, einmal, ich glaube, PEP 008. Okay, nur 8. Ah, hier. Genau, und das ist der Style Guide für Python Code. Da findet ihr dann ja, verschiedene Praktiken, wie man Code
gut leserlich schreibt und wie er dann auch für andere gut nachnutzbar ist. Das ist so der Sinn und Zweck, dass man einmal selbst den Code besser lesen kann, wenn man wieder zurückkommt nach einiger Zeit, aber auch wenn man ihn eben mit anderen teilt, dass man den besser lesen kann. Auch hier gibt es ja Libraries, die ich am Anfang kurz erwähnt habe, haben wir uns jetzt noch nicht zusammen angeschaut, aber es gibt Libraries, mit denen man den Code auch automatisch formatieren kann. Eine Library davon ist Black. Und genau, damit kann man den Python-Code, den man geschrieben hat, formatieren und der richtet sich dann nach diesem Style Guide. So viel dazu. Jetzt haben wir zwei schnelle Ausflüge gemacht. Einmal Stack Overflow und einmal Good Practice. Ich schreibe es mal hier noch dazu. Die Leerzeichen zwischen Variable und Operator sind Teil des der Good Brackets. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Dann würde ich mir noch gerne einen Use Case anschauen, der auch wieder nicht funktionieren wird. Und dafür setzen wir erstmal eine neue Variable. Die nennen wir mal Number of Articles und setzen die gleich mit 50. Aber in dem Fall ist 50 ja in Anführungszeichen. Also es ist ein String. Und führen das einmal aus. Und auch hier, wenn wir jetzt Number of Articles durch 10 dividieren wollen, bekommen wir eine Fehlermeldung zurück. Auch hier haben wir wieder einen Type Error und hier steht Unsupported Operand Type for Slash, also for Division, String and Int. Das heißt, man kann keinen String durch eine Zahl dividieren. Und ja, sowas kann super häufig passieren, wenn man externe Daten bekommt, dass etwas eigentlich eine Zahl sein soll, aber als String formatiert wurde. Und hier gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu umgehen. Das haben wir gerade so ein bisschen auf Stack Overflow gesehen, nämlich eine Funktion, die nennt sich Int. Und mit dieser Funktion kann man Strings in Integer umwandeln. In dem Fall wollen wir unser Number of Articles, unsere 50, in einen Integer umwandeln und das Ganze dann direkt durch die 10 dividieren. Wenn wir das tun, dann funktioniert es. Also mit dieser Int-Funktion haben wir, Achtung, temporär die 50 in einen Integer umgewandelt. Dadurch haben wir aber nicht die Variable an sich verändert. Also wenn wir uns nochmal Type zunutze machen und den Typ von Number of Articles anschauen, dann ist das immer noch ein String. Also damit haben wir nur in dieser Zelle hier den Typ umgewandelt, aber dadurch, dass wir hier die Variable gesetzt haben, haben wir das nicht langfristig gemacht. Wenn wir das langfristig machen wollen, dann können wir hier in diese Zelle gehen, einmal den String durch eine Zahl umwandeln und dann, ganz wichtig, die Zelle wieder neu ausführen, damit das dann auch greift. Ich mache das jetzt an der Stelle mal nicht. Ich lasse es so, damit wir unsere ja, hier unseren Ablauf haben, was genau passiert ist. Könnt ihr auch mal wieder Vollbild machen. Okay, so viel zu Operatoren. Wir schauen uns das nächste Unterthema an. Mache hier wieder eine Markdown-Zelle mit Escape-M. Und wir schreiben Funktionen und Methoden nutzen. So. Auch hier schauen wir uns jetzt etwas an, was wir eigentlich schon gemacht haben, und zwar verschiedene Funktionen in Python. Wir haben uns schon verschiedene Funktionen in Python angeschaut. Gehen wir es einmal durch. Hier zum Beispiel Type ist eine Funktion oder Int ist eine Funktion oder auch Print ist eine Funktion. Also das, was wir hier als ja, Befehl mit runden Klammern genutzt haben, all das sind Funktionen in Python. Und wir schauen uns jetzt noch weitere Funktionen bzw. Methoden an. Eine weitere Funktion, die wir uns noch anschauen, ist len. Steht für Length, also Länge. Und damit kann man sich ja
wie der Name sagt, die Länge von etwas anschauen, zum Beispiel von einer Variable, von name. Könnt kurz überlegen, was da wohl rauskommen würde, wenn wir uns die Länge von name anschauen. Ich führe es aus, dann bekommen wir 8 zurück. Warum bekommen wir 8 zurück? Weil in unserem Name Lovelace steckt und Lovelace hat 8 Zeichen. Das wäre eine weitere Funktion. Dann schauen wir uns noch Methoden an. Und Methoden sind eigentlich nichts anderes als spezielle Funktionen und werden etwas anders geschrieben. Also Methoden brauchen immer ein Objekt, auf die sie angewendet werden. Eine Methode, die wir uns anschauen, nennt sich upper. Und um die zu nutzen, schreiben wir einmal die Variable, auf die wir die anwenden wollen, dann einen Punkt und upper, Klammer auf, Klammer zu. Bei mir wird das jetzt blau unterlegt. Falls ihr die ältere Version habt, ist das, glaube ich, nicht der Fall. Es funktioniert aber trotzdem, bin ich mir sicher. Genau. Schauen wir uns an, was upper macht mit Shift-Enter. Und genau, wir sehen, dass Lovelace jetzt groß geschrieben wird. Also, dass alle Buchstaben groß geschrieben werden. Das kann mal den Vorteil haben, wenn man einen String hat, in dem vielleicht fälschlicherweise ein Buchstabe klein geschrieben wird und man dadurch dann einmal alle Buchstaben groß schreibt. Auch hier ist das Ganze nur temporär. Also wenn wir uns hier wieder Name anschauen, dann hat sich an der Variable selbst nichts geändert. Damit sich das langfristig ändert, müssten wir jetzt ganz nach oben gehen und hier einmal das Ganze ändern, wieder neu ausführen. Oder wir schreiben das Ganze wieder in einer neuen Zeile und führen das neu aus. Das ginge auch. Okay, das war eine Methode. Wir schauen uns noch eine Methode an, die ein Argument benötigt. Ich schreibe das mal. Ich bin wieder faul gewesen mit dem Kommentieren. Ich schreibe mal hier, dass das eine Methode ist. Dann schauen wir uns eine Methode mit einem Argument an. Und zwar Count. Mit Count können wir etwas zählen. Und hier geben wir das Argument in den runden Klammern an und sagen, was wollen wir denn zählen? Und wir wollen jetzt mal die Es in Lovelace zählen. Schreiben wir dann einmal so und bekommen 2 zurück, weil hier einmal ja bei Love das E und bei Lace das E. Ja, auch hier wichtig, das Ganze ist case-sensitive. Kann das Ganze mal mit dem L nochmal ausprobieren. Dann bekommen wir nur 1 zurück, denn das L am Anfang wird groß geschrieben und wird dann hier von Count nicht gezählt. Hier könnte es uns schon helfen, die Upper-Methode zu benutzen, damit auch beide Ls gezählt werden und können die beiden miteinander verknüpfen. Das können wir mal zusammen machen. Also nehmen hier nochmal die Upper-Funktion, die wir auf Name anwenden und direkt dahinter nutzen wir dann Count für L in groß. Dann bekommen wir die 2 zurück. Also das ist auch ganz cool hier bei Python. Man kann direkt verschiedene Methoden aneinander knüpfen und hier hätten wir jetzt schon einen Vorteil der Upper-Methode, indem wir dann auch alle Buchstaben zählen können, unabhängig, also nicht case-sensitive. Gut, dann schauen wir uns noch eine letzte Methode an, und zwar diesmal eine Methode mit 2 Argumenten. Und zwar heißt diese Methode replace. Nutzen wir auch wieder auf unsere Variable name. Und mit replace kann man etwas ersetzen. Und dadurch braucht Replace auch 2 Argumente. Einmal, was soll ersetzt werden und wodurch soll es ersetzt werden. Wir wollen jetzt einmal das Lace in Lovelace ersetzen. Also schreiben wir das hier als erstes Argument und als zweites Argument schreiben wir Leerzeichen is everywhere. Und bekommen dadurch den String Love is everywhere zurück. Hier auch ganz wichtig, dass man das Leerzeichen setzt. Wenn wir das nicht tun, ich kann es einmal vormachen, dann wird das Is eben direkt an Love gepackt.
Aber das können wir hier umgehen, indem wir hier in der Klammer noch ein Leerzeichen setzen. Okay, so viel zu weiteren Funktionen und Methoden. Als nächstes schauen wir uns Listen und Dictionaries an. Dann haben wir noch zwei große Themen vor uns und dann haben wir es geschafft mit den Basics und wir gehen in ein etwas realistisches Beispiel mit der Library Pandas. Dann schreiben wir einmal wieder unsere Überschrift. Oh, es hat gerade nicht geklappt. Jetzt habe ich aus Versehen einen anderen Shortcut benutzt. Und habe hier noch die Zeilenzählung. Ist vielleicht auch ganz praktisch. Lassen wir es mal. Ich blende euch den Shortcut ein, den ich gerade aus Versehen benutzt habe. Ich glaube, es war Escape und M so nacheinander und nicht gleichzeitig. Und schreiben hier einmal Listen und Dictionaries. So, hier war der Cut. Ich habe eine Pause gemacht. Ich habe mir einen Kaffee geholt. Vielleicht wollt ihr auch eine kurze Pause machen. Aber hier sind auch zwischendurch mal Cuts, wenn ich mich verplappert habe. Okay, wir machen weiter mit Listen und Dictionaries. Bis jetzt haben wir immer nur Variablen einen Wert zugewiesen. Wir können das aber auch mit Listen und Dictionaries machen. Und bei Listen können wir eine Liste erstellen und dieser Liste mehrere Elemente mitgeben. Also schreiben wir mal zuerst unsere Liste zusammen. Und wir nennen diese Liste Names, beziehungsweise, was mir gerade vor ein paar Tagen eine Kollegin gezeigt hat, das ist ganz praktisch. Ihr könnt diese Variablen dann auch so nennen, dass ihr direkt erkennt, dass das hier eine Liste ist. Also nennen wir die mal List Names. Und um dieser Liste Werte zu geben, nutzen wir die eckigen Klammern. Nebenbei, wenn ich hier die eckige Klammer öffne, seht ihr, bei mir öffnet sich immer direkt noch die Klammer, die schließt. Ich hoffe, das ist bei euch auch automatisch der Fall. Manchmal ist das nicht automatisch der Fall, dann könnt ihr das hier unter den Settings machen. Hier bei Auto Close Brackets. Dann wird das bei euch auch automatisch der Fall sein. Okay, und hier in den eckigen Klammern können wir dann verschiedene Werte eintragen. Nehmen nochmal Lovelace. Dann nehmen wir noch Nöter. Hawking. Und mir gerade noch ein anderes Beispiel rausgesucht. Hamilton. Ist Margaret Hamilton ist eine Informatikerin. Nebenbei alle Personen hier aus den Beispielen verlinke ich euch nochmal den Wikipedia-Artikel dazu. Sind auf jeden Fall Menschen aus der Forschung. Okay, wir führen das Ganze einmal aus. Hier bekommen wir nichts zurück im Moment, denn wir haben jetzt nur die Liste definiert. Und wenn wir die Liste zurückhaben wollen, dann können wir das ähnlich wie bei den Variablen hier einmal den Listennamen angeben und dann bekommen wir die komplette Liste zurück. Ihr habt gerade gesehen, wenn ich hier Tab drücke, dann bekomme ich hier noch was anderes angezeigt. Das ist eine Klasse, die ist hier automatisch mit dabei. Vielleicht ist euch das auch schon vorhin passiert mit First Name. Wenn man da F eingibt, dann kommen hier noch andere Dinge, die in dem Notebook mit inbegriffen sind, müsst ihr euch so ein bisschen durchklicken zu eurer Variable. Okay, wenn wir also den Listennamen angeben, dann bekommen wir einmal die komplette Liste zurück. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, wie wir nur eine bestimmte Position der Liste zurückbekommen, indem wir die Position angeben. Und wir wollen jetzt einmal nur Lovelace zurückbekommen. Dann können wir hier einmal die Liste angeben und in eckigen Klammern die Position. Hier kommt jetzt etwas, was in der Informatik öfter gemacht wird, ist und zwar, dass man nicht mit 1 startet zu zählen, sondern mit 0. Also 0, 1, 2, 3 anstatt 1, 2, 3. Das heißt, wenn wir hier die erste Position haben wollen, dann geben wir hier die 0 als Position an und bekommen dann Lovelace zurück.
Dementsprechend, wenn wir dann die 1 angeben, bekommen wir Nöter zurück und so weiter. Wir können uns auch das letzte Element angeben lassen mit minus 1, also egal wie viele Elemente ihr in einer Liste habt, mit minus 1 bekommt ihr immer den letzten Wert zurück. Jetzt haben wir uns immer nur einzelne Elemente zurückgeben lassen. Wir können uns auch einen Ausschnitt aus dieser Liste zurückgeben lassen. Und das ist etwas, das sich Slicing nennt. Ich schreibe es mal hier dazu. Also wir schneiden uns einen Abschnitt aus einer Liste heraus. Zum Beispiel nehmen wir, ich bin jetzt gewohnt, dass meine Liste Names heißt, deswegen fang ich hier mal falsch an. Damit nehmen wir einmal List Names und sagen, wir wollen das von der ersten Position bis zur dritten Position und das bis ja, drücken wir mit einem Doppelpunkt aus. Dann führen wir es einmal aus und was wir hier zurückbekommen, ist jetzt einmal Lovelace, Noether, Hawking. Irgendwie komisch. Wenn wir drüber nachdenken, haben wir eigentlich gerade von 0 bis 3 gesagt, das wäre ja 0, 1, 2, 3. Und eigentlich wäre dann Hamilton noch dabei. Das ist jetzt so eine Sache, die man sich leider merken muss, hinnehmen muss, dass das bei Python so ist, dass das erste Element, das wir angeben, immer inklusive ist und das letzte Element, das wir angeben, immer exklusiv. Es hat auch einen Hintergrund, warum man sich dafür entschieden hat. Das können wir uns mal anschauen, wenn wir einmal die Liste von der ersten Position bis zur zweiten nutzen. Und das können wir nebenbei auch so angeben. Also wenn wir sagen von Anfang bis 2, können wir hier auch gar nichts schreiben. Dann müssen wir nicht die 0 angeben. Dann bekommen wir hier einmal Lovelace und Noether zurück. Und wenn wir hier an genau der gleichen Stelle wieder den Slice machen in die andere Richtung, also sagen, nimm alles ab der zweiten Position bis Ende, können wir auch so angeben. Dann bekommen wir Hawking und Hamilton zurück. Also wird dieser Cut direkt hier dazwischen gemacht. Und man kann hier sowohl in die Richtung die 2 angeben, als auch hier die 2. Also man muss dann nicht nochmal rechnen, ob man jetzt einmal die 3 und einmal die 2 nimmt, sondern hier in der Schreibweise kann man dann genau die gleiche Position benutzen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum diese Schreibweise gewählt wird. Ich merke mir das immer so ganz gut. Erstes Element ist inklusive, letztes Element ist exklusiv. Okay, so viel zu den Listen. Also Listen kann man immer daran erkennen, dass sie mit einer eckigen Klammer beginnen. Wir können uns einzelne Elemente einer Liste anzeigen lassen oder auch Ausschnitte einer Liste. Dann schauen wir uns noch die Dictionaries an. Und dafür schreiben wir einmal ein eigenes Dictionary mit Authors and Birth Years. Und wie der Name schon sagt, packen wir jetzt hier sogenannte Schlüsselwertpaare rein. Also einmal den Autor als Schlüssel und einmal das Geburtsjahr als Wert. Nebenbei, hier habe ich jetzt wieder eine Variable gesetzt und hier auch, die diesen Unterstrich dabei hat. Das ist auch wichtig für Python, dass diese Variable ein zusammenhängender Begriff ist. Und auch hier gehört es zum Good Practice, dass diese Variablen immer klein geschrieben werden. Theoretisch könnt ihr das auch ohne diese Unterstriche machen. Ihr könnt die Variablen auch groß schreiben. Aber das hier wäre so die Schreibweise. Was ich auch schon in den Workshops manchmal gesehen habe, dass dann jemand hier die Bindestriche benutzt hat und ihr seht schon an dem Syntax-Highlighting, dass das vermutlich nicht funktionieren wird. Können mal hier einmal 0 setzen. Hier bekommt man eine Fehlermeldung zurück tatsächlich, also ein Syntax-Error, Invalid Syntax, denn dieser Bindestrich wird als Operator gezählt, also Minus und Python fängt dann an und versucht Authors minus End minus Birth und so weiter zu berechnen. Deswegen wichtig, dass ihr bei den Variablennamen keinen Bindestrich setzt, sondern am besten immer die Unterstriche und eben auch keine Leerzeichen. Da wird sich Python auch beschweren. Genau, auch hier bekommen wir dann Invalid Syntax zurück.
Okay, ich mache das wieder weg. Es war nur ein kurzer Exkurs und wir schreiben unser Dictionary zusammen. Die Dictionaries erkennt man an den geschweiften Klammern. Und hier setzen wir einmal unseren Key, also unser Schlüssel, dann einen Doppelpunkt und dazu unseren Wert, also Value. Key-Value-Pair, Schlüssel-Wert-Paar. Und das ist einmal hier das Geburtsjahr. Dann hatten wir noch Nöter. Ihr seht schon, ich lese das ab. Ich weiß leider immer noch nicht, wann diese Leute geboren sind, automatisch. Und auch hier kommen wir wieder zu einem Good Style, nämlich wenn ich jetzt hier weiterschreibe und ich möchte noch weiterschreibe, dann wird es hier langsam unleserlich. Was man hier machen kann und sollte, ist, wenn ihr hier einmal mit mir vor das Nöter geht und hier einmal nur Enter drückt, dann wird das Ganze automatisch eingerückt und zwar genau unter den ersten Schlüsselwert, unter das erste Schlüsselwertpaar, so dass das dann wieder gut leserlich ist. Und so würde ich jetzt das Dictionary auch weiterschreiben. Also auch hier kann ich jetzt wieder Enter drücken und komme dann hier in die nächste Zeile. Ist so ein paar Leerzeichen verrutscht, ist aber nicht schlimm. Dann hatten wir noch Hawking mit 1942 und Hamilton mit 1936. Okay, auch das führen wir, hoppla, führen wir einmal wieder aus und bekommen erstmal nichts zurück, denn wir haben jetzt nur dieses Dictionary definiert und unsere Schlüsselwertpaare definiert. Auch hier können wir die Werte ansteuern in einem Dictionary, indem wir einmal das Dictionary selbst aufrufen und hier in eckigen Klammern einen Schlüssel angeben, zum Beispiel Hawking. Ich weiß, das ist etwas verwirrend, warum man jetzt hier die eckigen Klammern nicht und, nimmt und nicht die geschweiften Klammern. Auch das muss man leider so hinnehmen. Wenn wir Hawking angeben, also den Schlüssel, dann bekommen wir dazu den entsprechenden Wert. In unseren Workshops kommt hier manchmal die Frage, geht das Ganze auch andersrum, also dass ich hier den Wert angebe. Das können wir mal versuchen, das wird leider nicht funktionieren. Da bekommen wir dann einen Key Error zurück, 1942, und Python sagt uns, dass es diesen vermeintlichen Key nicht kennt, dadurch, dass wir diesen Key auch nie gesetzt haben, denn das Geburtsjahr ist der Wert. Also man kann leider nicht von Werten auf Schlüssel zurückgreifen. Es hat den Hintergrund, dass diese Schlüssel eindeutig sind und unique. Und bei den Werten kann es auch sein, dass die Werte eben nicht unique sind. Also wenn jetzt Lovelace und Noether im gleichen Jahr geboren werden, dann wären hier ja zwei gleiche Werte und dann kann das Notebook sich nicht entscheiden oder Python nicht entscheiden, welchen Schlüssel man jetzt davon haben will. Also in die Richtung funktioniert das Ganze leider nicht. Sondern man kann immer nur vom Schlüssel auf den Wert zugreifen. Nebenbei könnten hier auch mehrere Werte drin stehen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel nicht sicher war, wann Noether geboren war, dann kann man hier auch ja, zwei Werte haben. Machen das einmal spaßeshalber. Hier habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. Kommt jetzt hier ein Syntax-Error, expected after Dictionary Key. Ah ja, genau. Das müsste dann hier wieder eine Liste sein. Hier geht es schon los. Hier wird es interessant. Und so sehen auch echte Daten aus. Also hier habe ich jetzt dann zwei Elemente, die müssen dann innerhalb einer Liste stehen. Und wenn wir jetzt hier einmal den Key ansprechen mit Authors Birth Year, Noether, dann bekommen wir die Liste von den verschiedenen Werten zurück. Also auch das hier ist möglich und genau, ich überlege gerade, was ich noch zu den Dictionaries sagen wollte. Ah ja, ein wichtiger Punkt ist noch, dass die Keys auch case-sensitive sind. Also was auch nicht funktionieren würde, ist, wenn wir jetzt hier einmal Hawking so schreiben, dann beschwert sich unser Dictionary auch mit dem Key Error und kennt diesen Key nicht. Also die Schreibweise ist hier auch entscheidend. Gut, so viel zu den Dictionaries und Listen. Die werden uns auf jeden Fall in dem API-Beispiel später nochmal ja, entgegenkommen. Und dann kennen wir auf jeden Fall,
die Syntax davon schon. Und genau das hier wird uns auch auf jeden Fall begegnen. Also, dass man das Ganze auch verschachteln kann. Okay, dann schließen wir Listen und Dictionaries ab und schauen uns noch ein Konzept an, und zwar Vorschleifen. Und dieses Konzept, falls ihr hier alle Screencasts durchackert und euch den Unix-Shell-Screencast schon angeschaut habt, dann habt ihr auch die Vorschleife schon gesehen in der Unix-Shell. Ist ein Konzept, das es in verschiedenen Programmiersprachen gibt und auch hier bei Python. Und das ist jetzt ja ein Konzept, das uns die Arbeit erleichtert. Es gibt da ein schönes Buch von Python, Automated Boring Stuff with Python. Kann ich euch auch mal verlinken. Und genau dafür ist auch so eine Schleife da und wird auch super häufig genutzt. Denn mit dieser Schleife können wir ja Befehle oder Befehlsketten automatisieren und mehrere Befehle auf eine Liste von Elementen anwenden mit sehr wenig Zeilen Code. Wir schreiben einmal die Liste zusammen und schauen uns dann an, was genau da passiert. Ich habe gerade schon gesagt, man wendet Befehle auf eine Liste von Dingen an, und wir haben schon eine Liste zusammengeschrieben, nämlich List Names. Die brauchen wir jetzt gleich wieder. Ich packe sie jetzt hier noch einmal rein, damit wir sehen, was da drin steckt. Und wir schreiben jetzt unsere Vorschleife. Um die Vorschleife einzuleiten in Python, brauchen wir einmal das Keyword for. Ich sehe dann auch schon, dass das grün eingefärbt wird. Dann setzen wir eine Variable. Die nennen wir jetzt mal Person. Und ja, ich schreibe die Schleife erstmal und dann sehen wir, warum diese Variable so heißt und was da überhaupt passiert. Diese Variable wird gefolgt von einem in, und dann folgt unsere Liste, also das List Names, das wir hier definiert haben. Ein Doppelpunkt folgt und jetzt startet unser Schleifenkörper. Also ab jetzt können wir die Befehle angeben, die ausgeführt werden sollen auf diese Liste. Wenn wir jetzt hier einmal Enter drücken, dann seht ihr, dass die nächste Zeile automatisch eingerückt wird. Das ist ein Tab-Zeichen bzw. vier Leerzeichen. Und damit sagen wir Python, jetzt beginnt der Schleifenkörper. Also diese Einrückung ist tatsächlich notwendig und Teil der Syntax dieser Vorschleife. Wir schreiben jetzt erstmal nur einen Befehl in diese Schleife und sagen print person plus in Anführungszeichen did awesome stuff. Also wir wollen die Variable person mit diesem String hier verknüpfen. Und damit endet unsere Schleife erstmal. Können Sie euch vielleicht erstmal anschauen, überlegen, was könnte jetzt passieren? Und dann führen wir das Ganze zusammen einmal aus. Und ja, das bekommen wir zurück. Es ging jetzt sehr schnell. Wir haben vier Sätze zurückbekommen. Einmal Lovelace did awesome stuff, Noether, Hawking und Hamilton did awesome stuff. Ich würde jetzt einmal nochmal mit euch zusammen durchgehen, was hier gerade überhaupt passiert ist. Ist jetzt einfacher, wenn man das Ergebnis sieht. Okay, wir haben unsere Schleife geschrieben und im ersten Durchlauf nimmt sich die Schleife aus unserer List Names, also aus unserer Liste, das erste Element, in dem Fall Lovelace, und packt Lovelace temporär in die Variable Person. Diese Variable haben wir selbst definiert und wir haben dieser Variable auch selbst diesen Namen verliehen. Hier könnte auch was anderes stehen, aber man versucht hier in der Schleife immer einen Variablen zu Namen zu finden, der gut zu dem passt, was denn da auch drin steckt. Und wie wir gerade festgestellt haben, steckt in Person jetzt Lovelace, also eine Person. Deswegen ist das ganz praktisch. Wahrscheinlich werdet ihr auch oft im Programmieren andere Schleifen sehen, in denen hier ein X steht. Damit lässt sich aber nicht mehr so genau nachvollziehen, wofür dieses X steht. Deswegen, ja, suchen wir hier variable Namen, die ganz gut dazu passen. Also Lovelace wird hier temporär reingepackt, können wir uns vorstellen als eine Art, ja, Kiste. Und dann startet die Schleife. Und unser Befehl wird ausgeführt. Wir haben einen Print-Befehl benutzt und sagen Print Person, also Print Lovelace plus Did Awesome Stuff.
Dann ist die Schleife zu Ende, aber unsere List ist noch nicht zu Ende. Das heißt, die Schleife startet wieder von vorne und aus List Names wird das zweite Element genommen, in dem Fall Nöter, und wird wieder in Person gepackt, temporär. Dann startet unser Befehl Print Person did awesome stuff und wir bekommen diese Zeile hier zurück, Nöter did awesome stuff. Dann ist wieder die Schleife zu Ende, aber unsere Liste noch nicht. Das heißt, auch hier wird wieder Hawking einmal temporär von List Names in Person gepackt. Der Befehl Print wird ausgeführt und wir bekommen diese Zeile hier zurück. Und im letzten Durchlauf wird Hamilton in Person gepackt und wird mit diesem Befehl hier ausgeführt und wir bekommen diesen Satz hier zurück. Erstmal sacken lassen. Ja, also das ist so der Ablauf einer Vorschleife. Wir haben jetzt hier nur einen Befehl benutzt. Wir können mal diese Zelle nochmal kopieren. Ich mache das hier mal mit diesem Duplizieren und können mal noch einen Befehl reinpacken. Dann sieht man den Ablauf nochmal besser und wir packen mal hier nur noch eine Zeichenkette mit rein, also ein paar Bindestriche, um das Ganze voneinander abzutrennen. Also hier sieht man nochmal ganz gut die Reihenfolge, wie diese Befehle ausgeführt werden. Auch hier wird Lovelace im ersten Durchlauf in Person gepackt. Dann wird dieser Print-Befehl hier ausgeführt. Dann wird der nächste Befehl ausgeführt, also dieser hier. Und dann erst wird das nächste Element aus der Liste genommen und die Befehle werden wieder ausgeführt. Also das zeigt uns zum einen, dass wir beliebig viele Befehle hier in die Schleife packen können. Wir können hier auch noch weiterspinnen. Zum anderen sehen wir nochmal, dass es ganz wichtig ist, dass diese Einrückung hier stattfindet, um zu sehen, dass es Teil der Schleife ist. Was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Kopieren wir das Ganze hier nochmal und packen mal diesen Print-Befehl hier ans Ende. Könnt kurz überlegen, was würde jetzt passieren? Könnt das Video stoppen? Und wenn ihr überlegt habt, dann gucken wir einmal zusammen. Wenn das Print, der letzte Print-Befehl hier nicht eingerückt ist, dann ist er nicht mehr Teil der Vorschleife. Und was dann passiert, ist, dass diese Schleife ausgeführt wird, so wie wir das im ersten Schritt gesehen haben, dass alle Elemente aus der Liste hier durchlaufen. Und dann, wenn die Schleife tatsächlich am Ende angekommen ist und Hamilton hier durchläuft, dann ist die Schleife vorbei und dann erst wird dieser Print-Befehl nach der Schleife ausgeführt. In anderen Programmiersprachen ist das nicht so, dass eine Einrückung Teil der Syntax ist. Für die Leute, die sich vielleicht den Unix-Shell-Part angeschaut haben, da wurde zum Beispiel der Schleifenkörper mit einem Do eingeführt und mit dann beendet. Also dann hat man daran gesehen, dass die Schleife startet und beendet wird. Das erspart man sich hier in Python und löst das Ganze mit dieser Einrückung. Ein super, super wichtiges und hilfreiches Konzept für das Programmieren und auch das wird uns später nochmal begegnen und wir werden nochmal sehen, wie wir die Schleife auch in der echten Welt benutzen können. Ich würde hier gerne noch ein, zwei Sachen zeigen, nur um nochmal zu sehen, was genau passiert oder das Konzept nochmal zu vertiefen. Ich habe gesagt, dass hier bei Person auch X stehen könnte. Ganz wichtig ist hier, dass in der Schleife diese Variable ja wieder angesprochen wird. Das heißt, wenn wir hier die Variable anders benennen wollen, und das können wir, ist es wichtig, dass wir sie auch innerhalb der Befehle umbenennen. Also zum Beispiel mit diesem X-Beispiel, dann wäre es auf jeden Fall wichtig, dass hier auch X steht. Es passiert genau das Gleiche oder auch. Man kann hier auch Lasagne schreiben. Ich glaube, das sage ich in jedem Screencast. Man merkt, dass das mein Lieblingsessen ist. Ja, aber auch mit Lasagne würde das Ganze funktionieren. Aber es sagt eben nicht so viel darüber aus, was denn jetzt hier gerade in der Variable angesprochen wird. Und hier kommen auch keine Lasagne-Rezepte bei rum, sondern Personen. Deswegen haben wir uns für Person hier entschieden. Aber wie gesagt, das ist euch überlassen. Hier könnte auch Author stehen, das würde vielleicht auch noch passen, oder Scientist oder wie auch immer.
So viel zu dem Konzept der Vorschleife. Im letzten Unterthema der Basics schauen wir uns jetzt noch bedingte Anweisungen an. Dann haben wir es geschafft mit den Grundlagen und wir machen weiter mit der Pandas Library. Bevor wir das machen, hier einmal die letzte neue Überschrift und wir schauen uns sogenannte Conditionals oder, wie ich gerade gesagt habe, bedingte Anweisungen an. Nicht Abweisung, sondern Anweisung. Wir schauen uns das an einem Beispiel an, indem wir eine Temperatur setzen und Python sagen, dass es etwas Bestimmtes tun soll, je nachdem, wie die Temperatur ist. Also setzen wir erst nochmal eine neue Variable, die nennen wir Temp, das ist unsere Temperatur. Und im Moment sagen wir, dass Temp gleich 20 ist. Ich führe das einmal aus. Temp ist jetzt 20 und wir wollen Python sagen, wenn die Temperatur größer oder höher ist als 15, dann gebt mir zurück, dass es warm ist. Ist jetzt eine Geschmacksfrage, ob 15 Grad warm sind. Könnt das auch mit anderen Zahlen ausprobieren. Aber um das tun zu können, kann man in Python sogenannte If-Statements benutzen. Also if temp größer 15, dann tu dies. Genau das machen wir einmal zusammen. Wir brauchen tatsächlich dieses Keyword if. Es wird auch wieder grün und fett dargestellt und sagen if temp größer 15, Doppelpunkt, Enter. Hier passiert was Ähnliches wie in der Vorschleife. Wir bekommen diese Einrückung, die auch Teil der Syntax ist, und sagen jetzt, wenn das der Fall ist, dann print, es ist warm. Wenn wir das jetzt ausführen, machen wir das mal, bekommen wir auch, es ist warm zurück, denn wir haben ja unsere Variable mit 20 gesetzt und 20, können wir mal schauen, ist größer als 15 und auch Python sieht das so und gibt uns ein True zurück. Also es ist wahr, dass 20 größer als 15 ist. Dementsprechend greift dieses If-Statement und wir bekommen die Aussage zurück. Was passiert jetzt, wenn wir Temp neu setzen, also wenn wir einen neuen Wert darin haben. Wir könnten das jetzt an verschiedenen Stellen machen. Wir können hier einmal die 10 reinschreiben und hier zeige ich mal, was passiert, wenn man eine Zelle nicht wieder neu ausführt, sondern ich habe jetzt hier nur 10 reingeschrieben und in der Jupyter Notebook 7 Version bekommt ihr hier auch schon so ein Achtung, 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 ist nicht ausgeführt. Und ich das hier wieder ausführe, bekomme ich trotzdem zurück, es ist warm, denn ich habe diese Variable, diesen Wert nicht neu gesetzt. Ich habe die Zelle nicht neu ausgeführt und dann weiß Python einfach nicht, dass ich hier was Neues reingeschrieben habe. Dementsprechend muss ich hier die Zelle auch wieder neu ausführen, also dass ich hier die 75 habe. Und wenn ich jetzt das If-Statement ausführe, bekomme ich nichts mehr zurück, denn diese Aussage, diese Bedingung trifft nicht zu und wir haben Python nicht gesagt, was dann passieren soll. Dementsprechend passiert nichts. Wir können aber Python sagen, was dann passieren soll und das machen wir einmal zusammen. Ich würde mir hier jetzt einmal die Zeile hier nochmal kopieren. Also falls ihr die andere Version habt, ihr könnt auch hier oben das Kopieren nutzen oder ihr könnt auch hier mit der Maus das markieren und wieder neu einfügen. Und wir erweitern das Ganze. Nämlich, wir sagen Python noch, was soll denn passieren, wenn das nicht der Fall ist? Dafür können wir ein anderes Keyword benutzen, nämlich else. Und ihr seht schon, ich bin jetzt hier mit Enter reingegangen, dann wird das eingerückt. Wir nehmen die Einrückung zurück und sagen else Doppelpunkt print, es ist kalt. Auch wieder Geschmacksfrage. Und in dem Fall bekommen wir jetzt zurück, es ist kalt, denn unser aktueller Stand ist temp gleich 10. Und 10 ist nicht größer als 15, dementsprechend greift jetzt das Else-Statement. So, jetzt gibt es aber nicht nur heiß und kalt oder warm und kalt, genau, sondern es gibt noch heiß, warm und kalt. Also wir wollen noch eine Bedingung setzen und bauen das Ganze nochmal aus. Wir schreiben es jetzt einmal nochmal neu zusammen. Diesmal setzen wir die Temperatur auf 15 und jetzt machen wir
das quasi anders, ne? Ich setze diese Variable jetzt wieder neu in einer neuen Zelle und sobald ich diese Zelle hier ausführe, wird dieser Wert hier überschrieben. Auch das ist möglich. Aber ja, wie gesagt, man muss da aufpassen im Notebook, je nachdem, was man als letztes ausgeführt hat, ist dann eben gesetzt. Gut, diesmal ist die Temperatur 15 und wir sagen, if temp größer gleich 25, also man kann auch größer gleich sagen, dann wird die 25 auch noch mit einbezogen, dann print, es ist heiß. Jetzt wollen wir noch dieses warm dazwischen setzen. Dafür gibt es ein weiteres Keyword und sagen elif. Das steht für else if temp größer gleich 15. Dann print es ist warm. Und zum Schluss nehmen wir wieder unser else. Also wenn weder das eine noch das andere zutrifft, dann print es ist kalt. So, jetzt haben wir das Ganze noch erweitert. Man kann das bis ins Unendliche treiben hier mit dem Elif. Und in dem Fall haben wir jetzt unsere Temp 15, also können kurz überlegen, sollte in dem Fall unser Else-If-Statement greifen. Das ist auch der Fall und wir bekommen zurück, es ist warm. Könnt mal ausprobieren, was hier noch passiert. Wenn ihr 30 eingebt, dann bekommen wir zurück, es ist heiß. Auch mit minus 10 bekommen wir zurück, es ist kalt und so weiter. Das sind die bedingten Anweisungen. Das war es auch eigentlich schon. Eine Sache würde ich euch noch zeigen, was hier wichtig ist. Mache hier nochmal ein Duplikat. Also ich kopiere die Zelle nochmal und möchte euch noch zeigen, dass es hier entscheidend ist, dass ihr eine sinnvolle Reihenfolge wählt. Machen wir das mal nicht und sagen temp 25 und wir starten mit if temp gleich 15, print es ist warm und sagen in dem elif temp, temp gleich 25, es ist heiß. So, eigentlich haben wir jetzt, kann auch hier 30 nehmen. Eigentlich sagen wir jetzt, dass die Temperatur 30 ist und haben hier ein Statement mit, wenn die Temperatur höher oder gleich 25 ist, dann gib mir zurück, es ist heiß. Wenn wir das Ganze ausführen, bekommen wir aber nicht, es ist heiß zurück. Warum ist das so? Wenn Python hier diese Bedingungen abklappert, dann passiert Folgendes. Das Temp 30 wird hier im ersten If-Statement hier überprüft, ob 30 größer oder gleich 15 ist. Und das ist der Fall. Also 30 ist größer als 15. Und da dieses Statement eben zutrifft, greift es auch direkt und Python fragt gar nicht mehr nach dem elif oder dem else. Also sobald das hier eintrifft, gibt es uns direkt zurück, es ist warm. Deswegen ist es hier entscheidend, in welcher Reihenfolge man die Temperaturen setzt, beziehungsweise ja, ist es immer entscheidend, wie man das Ganze setzt. Tatsächlich werden wir die Conditionals jetzt später bei Pandas und bei der API nicht benutzen. Ich wollte es euch aber trotzdem zeigen, weil das auch ein ja, wichtiges Konzept ist in Python und wichtig auch für Automatisierung. Und theoretisch kann man diese If-Statements auch innerhalb einer Schleife nutzen, dass ja, bei bestimmten Bedingungen aus den Listenelementen bestimmte Dinge passieren sollen. Und so kann man sich das Ganze noch weiter ausbauen. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind durch die Basics durch und das heißt für uns, dass wir jetzt uns einmal ein extra Package anschauen, nämlich die Python Library Pandas. Damit beginnt jetzt quasi der zweite Teil aus diesem Screencast. Vielleicht wollt ihr jetzt mal eine Pause machen oder morgen weitermachen. Da gibt es auch die Möglichkeit bei YouTube, dass YouTube sich merkt, wo ihr gerade aufgehört habt und könnt dann genau an der Stelle weitermachen oder ihr seht auch die Kapitel unten in dem Video.
Wir werden uns jetzt ein sogenanntes Extra-Package oder eine sogenannte Python-Library anschauen, die sich Pandas nennt. Und diese Library bringt extra Funktionen mit, die wir im Jupyter Notebook importieren können und Pandas eben speziell für die Datenanalyse nutzen können und nützliche Befehle mitbringt für das Bearbeiten oder Arbeiten mit tabellarischen Daten. Bei Python ist es so, dass wir eine Core-Language haben, also eine Kernsprache. Und das sind ja zum Beispiel die Python Basics, die wir gerade durchgegangen sind. Also zum Beispiel ist Print, die Print-Funktion Teil der Core Language oder Type oder was hatten wir noch? Int und so weiter. Das ist alles Teil der Kernsprache. Und dann gibt es noch diese verschiedenen Libraries, die weitere Funktionalitäten mit sich bringen. Da gibt es Python Standard Libraries, die können wir uns einmal zusammen anschauen. Kann ich euch auch die Seite dazu verlinken? Gebt das hier mal ein, habe ich schon öfter danach gesucht. Genau, the Python Standard Library. Und hier findet man noch ja, super viele weitere nützliche Dinge, die wir später auch noch brauchen und Libraries, die man sich importieren kann. Zum Beispiel Random ist eine Library, mit der man ja, zufällige Zahlen generieren kann, falls man das mal braucht. Oder was gibt es hier noch? CSV, damit kann man auch CSV-Dateien lesen und schreiben, wobei man das auch viel besser mit Pandas machen kann, was wir uns gleich anschauen. Hier gibt es noch eine Time-Library, falls man mit Zeit arbeitet und das braucht. Was gibt es hier noch? Gibt noch E-Mail, also man kann auch E-Mails schreiben mit Python. Hier gibt es JSON, die brauchen wir später auch. Ein JSON-Encoder und Decoder. Man kann hier mit XML-Dateien arbeiten. URL-Lib-Requests, damit kann man Daten aus dem Internet beziehen. Das brauchen wir auf jeden Fall später auch. Kann noch weiter durchschauen. Vielleicht gibt es noch was Spannendes, was ich kenne und auch schon benutzt habe. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass es sehr viele Libraries hier in der Standard Library gibt. Okay, das sind so die Standard Libraries, verlinke ich euch. Und dann gibt es eben noch diese Third-Party Libraries, also Libraries, die User erstellt haben. Und eine sehr, sehr beliebte davon ist Pandas. Schauen wir mal nach Pandas und da kann man sich schon merken, jede gute Library hat eine gute Doku. Wenn ich das hier eingebe, dann sollte das so unter den ersten Treffern auf jeden Fall dabei sein. Und hier schauen wir uns einmal die Dokumentation an. Es ist gar nicht die Dokumentation, die ich gesucht habe. Gehe mal Python Pandas ein. Oder beziehungsweise im Zweifel hier Documentation, das bringt uns ans Ziel. Genau, Documentation. Dann landen wir hier auf der Dokumentation zu dieser Library und auf den Documentations zu den Libraries findet ihr immer einen Überblick oder hoffentlich einen Überblick mit Getting Started und einen User Guide, wie man das Ganze nutzt und so weiter. Hatten wir auch eben ganz kurz bei der Black Python Library gesehen. Da war auch ein Überblick. Wie installiert man das Ganze? Wie nutzt man das für sich und so weiter? Wir schauen uns jetzt hier auch einmal das Getting Started an von Pandas und schauen, was wir damit machen können. Und haben hier ein Intro to Pandas und sehen einmal die Frage, what kind of data does Pandas handle? Wenn ich das hier aufklappe, dann sehen wir hier einmal diesen Data Frame. Und hier steht grob übersetzt, wenn man mit tabellarischen Daten arbeitet in Pandas, dann liest man diese tabellarischen Daten ein und die werden übersetzt in einen ja, sogenannten Data Frame. Der kommt tatsächlich aus einer anderen Programmiersprache, aus R, und ist eigentlich nichts anderes als eine Tabelle. Also wir haben hier Columns und Rows, also Spalten und Zeilen, und mit diesem Data Frame kann man dann eben weiterarbeiten in Pandas. Das hier ist auch noch sehr cool. How do I read and write tabular data? Also, ja, was kann ich einlesen und was kann ich schreiben? Und das ist ja eben der große Vorteil auch von Pandas, dass man hier verschiedene Dateiformate einlesen kann mit dem Read. Das ist eine Funktion, die wir uns gleich anschauen.
Also man kann zum Beispiel CSV-Dateien einlesen, man kann Excel-Dateien einlesen, man kann JSON einlesen, SQL und so weiter. Dann wird das Ganze zu diesem Data Frame, also das, was wir hier oben sehen. Damit können wir dann arbeiten und man kann das Ganze auch wieder exportieren. Also man könnte eine Excel-Datei importieren und als CSV-Datei wieder exportieren oder andersrum. Das ist super praktisch. Was wir uns jetzt gleich anschauen werden, ist, dass wir uns ein Repositorium auf GitHub anschauen. Das nennt sich openapc.de. Und APC steht für Article Process Charges, also was gibt man aus, um Artikel zu veröffentlichen. Und dieses OpenAPC ist eine Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Daten offen zu sammeln, die eben zeigen, wie viel deutschsprachige Institutionen für die APCs zahlen. Und dafür gehen wir mal auf dieses Repositorium. Bei mir ist das hier schon abgespeichert. Ich packe euch den Link dazu, in die Infobox. Und dann landen wir hier einmal in diesem GitHub-Repositorium. Geht's nicht mehr so tief drauf ein. Wenn ihr euch mehr für GitHub interessiert, dann schaut da gerne in unserem ZBMed Lab-Video vorbei oder in dem Screencast zu Git. Und genau hier werden eben diese Daten von verschiedenen Institutionen gesammelt. Und hier gibt es einen Ordner, der nennt sich Data. Wenn ich da draufklicke, dann komme ich auf alle Daten von den verschiedenen Institutionen, die hier so mitmachen. Vielleicht, ja, einige kennt man davon, Charité zum Beispiel oder FH Bielefeld, FU Berlin, Fraunhofer, Gesis und so weiter. Wir schauen uns für dieses Beispiel mal die Daten von der FU Berlin an. Ihr könnt aber auch gerne mal schauen, vielleicht ist da euer Institut dabei, das wäre ja ziemlich cool, dann könnt ihr hier direkt eure Daten benutzen. Wobei man auch sagen muss, ich wähle jetzt hier ein Beispiel, von dem ich genau weiß, dass die Daten gut aufgeräumt sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann das auch mal schief gehen, deswegen macht es vielleicht beim ersten Mal auf jeden Fall mit den Daten, die ich euch zur Verfügung stelle. Nämlich hier mit dem Datensatz aus 2015. Und hier sehen wir jetzt eine Tabelle. Von GitHub wird die schon schön dargestellt. Wir sehen hier in der ersten Zeile die Spaltennamen, also die Institution Period, die Euro-Spalte, mit der werden wir uns mehr befassen. Also hier steht dann tatsächlich drin, wie viel ausgegeben wird, die verschiedenen Publisher, der Journal Full Title und eigentlich geht es hier auch noch weiter, genau, nach rechts. Plop, plop, plop. Also hier gibt es noch die ISSN, PM-ID und so weiter. Gut. So sehen die Daten dann schön aus. Auf GitHub gibt es hier noch die Option Raw. Und damit können wir uns die Rohdaten anschauen, also wie das Ganze eigentlich unter der Haube aussieht. Und das sind die Daten, die wir gleich brauchen. Wir sehen jetzt hier oben in der URL auch, dass es sich hier um ein CSV-Format handelt, also um Comma-Separated Values, also eine Tabelle, die ja die Werte mit Komma voneinander trennt. Und genauso sieht das jetzt hier auch aus. Also mehr Institution, Komma, Period, Komma, Euro. Das war jetzt gerade die Zeile, die wir uns oben genauer angeschaut haben. Und unser Fahrplan hier für den Screencast ist, dass wir uns einmal diese Daten herunterladen mit Python, die lokal abspeichern, dann einlesen in Pandas und uns dann die Daten innerhalb dieser Tabelle genauer anschauen und auch visualisieren. Also wir schauen uns so ein bisschen an, was man mit Pandas machen kann. Das wird nur ein kleiner Ausschnitt sein, denn mit Pandas kann man ultra viel machen und falls ihr am Ende sagt, Rabea hat nicht das gemacht, was ich sehen wollte, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Funktionen von Pandas sehen wollt. Also wir werden die Daten schon mal nicht bearbeiten, wir werden sie nicht ändern oder was hinzufügen, wobei das möglich ist, sondern wir werden uns ja, die Daten anschauen, wir werden sie analysieren und auch visualisieren. Das ist jetzt unser Fahrplan.
Um die Daten zu downloaden, braucht ihr diese URL. Ich habe das Ganze jetzt so gemacht, dass ich euch in der Infobox zu diesem Screencast ein Pad verlinke. Ein Headstock habt ihr ja auch schon in anderen Videos gesehen. Und von dort aus könnt ihr euch diesen Code-Snippet hier kopieren. Hier gibt es auch noch einen anderen Code-Snippet, den brauchen wir später für die nächste Übung. Und genau, klickt auf den Link zu diesem Pad, das ist frei zugänglich, es ist locked, also eigentlich kann man hier zusammen schreiben. Ich habe es jetzt gelockt, damit nichts kaputt geht und ihr einfach hier den Link kopieren könnt. Und den brauchen wir dann gleich für unser neues Jupyter Notebook. Für das neue Jupyter Notebook gehe ich einmal wieder in mein altes Notebook. Ihr könnt jetzt theoretisch von hier aus, von den Python Basics, einmal auf File klicken und hier auf New und Notebook auswählen, beziehungsweise unter dem alten Interface steht hier Python 3, dann könnt ihr darauf klicken. Falls ihr jetzt das alte Notebook nicht mehr offen habt, dann könnt ihr wieder, wie vorhin, hier über den Home-Screen einmal auf New klicken und auf Notebook, beziehungsweise auch wieder Python 3. Und hier erstellen wir dann einmal unser neues Notebook. Und geben dem Ganzen wieder einen neuen Namen und nennen das einmal Intro Python Pandas. Gut. Und hier könnt ihr jetzt in die erste Zelle direkt diesen Code-Snippet einfügen. Ich hoffe, das klappt bei mir jetzt auch. Mit Steuerung V sollte das klappen. Und ihr seht schon, dass ich euch nicht nur die URL kopiert habe, sondern direkt noch diese Variable, die wir jetzt, ja, was wir jetzt gelernt haben, dieses Konzept. Also für diesen Schritt legen wir einmal diesen String, die Zeichenkette, in der Variable URL ab, um das gleich weiter nutzen zu können. Okay, wenn ihr das Ganze hier kopiert habt, ganz wichtig, dass ihr es einmal ausführt. Und ich würde diese Zelle jetzt hier einmal noch nach unten verschieben, denn jetzt kommt noch eine Sache, die man typischerweise in der ersten Zelle macht, nämlich dass wir Libraries importieren, die wir noch brauchen. Nämlich einmal die Pandas Library und einmal das URL-Lib-Request. Wenn ihr das Ganze mit Anaconda Navigator installiert habt, dann funktioniert das Ganze auch einfach so. Man kann Jupyter Notebook auch einzeln installieren. Das habe ich jetzt am Anfang auch nicht erwähnt und würde es nicht empfehlen, weil ja, da dann vielleicht ein paar Sachen fehlen. Wichtig für uns, wenn wir jetzt diese Libraries importieren, kam öfter auch mal die Frage im Workshop, also installiere ich das jetzt gerade, lade ich das irgendwo runter? Nein, tatsächlich nicht. Diese Libraries wurden schon installiert mit Anaconda Navigator. Aber die sind nicht automatisch Teil eines jeden Jupyter Notebooks, sondern man muss das manuell ansteuern, dass sie Teil davon werden und dass man sie da rein importiert. Kann man sich vielleicht vorstellen, ich weiß nicht, wie den eigenen Kühlschrank und man möchte etwas kochen. Und dafür braucht man aber nicht alles, was im Kühlschrank steckt, sondern nur die verschiedenen Zutaten für dieses eine Rezept. Und Anaconda Navigator ist unser Kühlschrank, der alles bereithält. Und dieses Notebook ist unsere Kochplatte, auf der wir, oder unsere Küchenzeile, auf der wir dann alles ablegen, was wir gleich brauchen zum Kochen. Genauso oder so ähnlich funktioniert das mit dem Import und hier gibt man typischerweise ganz oben auf dem Jupyter Notebook an, welche Libraries man braucht. Mit dem Key Word Import. Und wie gesagt, einmal brauchen wir die Library URL-lib.request. Beziehungsweise hier ist URL-lib die Library und wir brauchen nur ein bestimmtes Modul daraus, nämlich Requests. Das zeigt man dann hier durch diesen Punkt. Und worum es hier eigentlich geht, brauchen wir einmal Pandas. Hier gibt es noch so einen Community-Standard. Da kommen wir wieder zu Faulheit ist eine Tugend. Und das Ganze wird noch mit PD abgekürzt.
Deswegen schreiben wir hier Import Pandas SPD, damit man diese langen 6 Zeichen nicht schreiben muss, sondern immer, wenn man Pandas ansteuert, nur PD schreiben muss. Ja, genau. Wenn ihr das habt, führt das einmal aus. Also auch hier wichtig, dass ihr das einmal ausführt. Könnt mal hier auf die eckige Klammer schauen, wenn ich das jetzt ausführe. Genau, das dauert nämlich ein Eckchen länger. Man hat es kurz gesehen, da war jetzt so ein Sternchen in der Klammer. Wenn ihr auch ein Sternchen seht und das vielleicht ein bisschen länger dauert, dann heißt das nur, dass es gerade noch lädt. Also da ist was im Gange und da wird gerade auch was gemacht. Und ja, wenn das Ganze dann eingeladen ist, dann kriegt ihr wieder die Nummer angezeigt. Okay, zum einen brauchen wir jetzt diese URL, die haben wir jetzt schon abgespeichert. Zum anderen gehe ich hier nochmal in diese Zelle und setze noch eine neue Variable. Und zwar brauchen wir noch einmal apc-file und geben dem den Wert openapc.csv. Wird gleich nochmal wichtig, denn damit sagen wir schon mal, wo gleich diese Daten, die wir herunterladen, abgespeichert werden sollen. Nämlich in einer Datei, die sich openabc.csv nennt. Was aber ganz wichtig ist, wir haben gerade noch gar nichts runtergeladen, es ist noch nichts passiert. Im Moment haben wir tatsächlich nur das gemacht, was wir auch in den Basics gemacht haben. Also wir haben eine Variable festgelegt und dieser Variable einen Wert zugewiesen und in dem Fall ist es im Moment nur eine Zeichenkette. Die wahre Magie kommt jetzt. Jetzt nutzen wir unsere Library URL-lib, daraus das Modul Request und daraus die Funktion URL-Retrieve. Und mit URL-Retrieve können wir die Daten aus dem Web herunterladen und lokal speichern. Und dafür braucht URL Retrieve zwei Argumente. Einmal, woher sollen die Daten heruntergeladen werden und wo sollen sie abgespeichert werden? Glücklicherweise haben wir das hier schon definiert, nämlich einmal die URL, von der wir es herunterladen. Jetzt können wir hier einmal als erstes Argument URL angeben und als zweites Argument unser APC-File. Theoretisch könnte man hier auch diese ganze Zeichenkette als erstes Argument angeben und als zweites Argument auch diese Zeichenkette. Wir haben jetzt nochmal diesen Zwischenschritt gemacht, damit das besser lesbar ist und übersichtlicher. Dann führen wir das einmal aus und ihr solltet dann so etwas hier in der Art zurückbekommen. Es muss hier nicht genau die gleiche Zeichenkette hier am Ende sein, aber ja, sowas Ähnliches sollte für euch zurückkommen. Mit diesem Schritt haben wir jetzt die Daten heruntergeladen und wir können das Ganze auch einmal überprüfen, wenn ihr in euer Home Directory geht. Dann, hier, genau, hat kurz geladen. Dann sollte hier jetzt eine neue Datei sein und zwar openabc.csv. Also durch diesen Befehl hier, URL-lib request URL-retrieve, haben wir gerade die Daten von dieser URL, also da, wo wir hier gerade waren, heruntergeladen und haben sie in APC-File abgelegt, also in diesem File. Diese Datei wird automatisch da abgespeichert, wo ihr auch euer Jupyter Notebook geöffnet habt, also in meinem Fall in diesem Python-Ordner, in dem ich gerade bin. Und theoretisch könnt ihr hier in eurem Home in eurer Homepage auch auf die Datei klicken. Die öffnet sich dann hier auch in eurem lokalen Server und sieht dann so aus unter Jupyter Notebook 7. Also da wird das dann auch wieder so schön dargestellt als Tabelle. Kann auch sein, dass euch das dann wieder als Rohformat angezeigt wird, also so wie wir das Ganze hier auch sehen. Okay, damit haben wir die Daten heruntergeladen. Jetzt müssen wir sie noch in Pandas einlesen. Ist auch so ein Ding, also eigentlich weiß man erst, was man mit Pandas hat, wenn man das mal ohne Pandas gemacht hat. Das dauert verflucht lange und ist viel Arbeit. Wir überspringen den Teil und erfreuen uns einfach, dass es Pandas gibt.
und setzen dafür eine neue Variable, die nennen wir APCs. Das wird jetzt gleich unser Data Frame. Und darin nutzen wir einmal Pandas. Wie gesagt, wir können jetzt hier diese Abkürzung nutzen, das PD, dann Punkt und daraus die Funktion read-CSV. Ich schreibe jetzt mal hier nur read und dann könnt ihr einmal Tab drücken. Und hier öffnet sich jetzt ein Dropdown-Menü und hier seht ihr auch die ganzen Möglichkeiten, die ihr jetzt habt, also welche Dateien ihr hier einfügen könnt mit Pandas. Wir lesen eine CSV-Datei ein, deswegen brauchen wir hier die Funktion read-CSV. Und read-CSV möchte von uns noch wissen, welche CSV-Datei eingelesen werden soll. In unserem Fall hier unsere openapc.csv, die wir jetzt lokal haben. Also geben wir hier einmal wieder unsere Variable apc-file an und führen das einmal aus. No news is good news, beziehungsweise hier kommt jetzt erstmal nichts zurück, denn auch hier haben wir wieder nur eine Variable festgelegt und haben gesagt, was in dieser Variable passieren soll. Und wenn wir jetzt die Variable APCs aufrufen, dann bekommen wir das zurück, was mit diesem read-CSV passiert, nämlich unseren Data Frame. Plop, ist jetzt einmal ausgeführt. Sorry, ich vergesse hier immer in den Vollbildschirm zu gehen, Vollbildmodus, da sieht man das alles ein bisschen besser. Genau, und hier sehen wir jetzt unseren Data Frame. Auch hier, das Notebook gibt uns die Tabelle schön gerendert zurück, haben hier auch noch so eine ja, schöne Abtrennung, also dass die Zeilen eine unterschiedliche Farben haben, ha Farbe haben, damit man die besser unterscheiden kann. Und könnten uns jetzt auch hier wieder durchscrollen durch die verschiedenen Spalten und Zeilen. Was hier direkt auffällt, vielleicht, ist, dass wir nicht die ganze Tabelle sehen. Also wir sehen hier die ersten 5 Zeilen, so mit 0 wieder angefangen, und die letzten 5 Zeilen. Das ist eine Designentscheidung, ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen mit Pandas. Pandas ist eine super Alternative zu Excel. Denn hier gibt es ja keine Grenzen, sage ich mal. Excel hat so ein bestimmtes Limit an Daten und irgendwann lässt sich Excel nicht mehr öffnen. Vielleicht ist euch das schon mal passiert mit einer riesigen Tabelle, dass da Excel dann irgendwann aufgibt. Das wird euch hier mit Pandas nicht passieren. Und eine Maßnahme hier ist, dass standardmäßig nicht alle Zeilen ausgegeben werden, wenn man sich die anschauen will. Die sind trotzdem alle gespeichert, aber hier in der Ansicht sieht man immer nur die ersten 5 und die letzten 5. Wenn man möchte, kann man das auch ändern. Ich würde es jetzt hier einmal ändern, denn wir haben nur 60 Zeilen, also hier fliegt uns jetzt nicht was Großes um die Ohren und dann seht ihr einmal, wie ihr das Ganze ändern könnt. Und zwar mit PD für Pandas, dann Set Options und in Klammern geben wir einmal Display.maxRows an, dann ein Komma und als zweites Argument, was ist die maximale Anzahl an Zeilen? Ich sage jetzt mal 100, da sind auf jeden Fall alle dabei, die wir hier drin haben. Führen das einmal aus. Wir bekommen einen Fehler zurück. Genau, ich habe mich vertippt. Das ist wieder ein Beispiel für eine gute Fehlermeldung. Also ja, zumindest sehe ich relativ gut, woran es liegt. Hier bekomme ich jetzt einen Attribute Error zurück. Module Pandas has no attribute set options. Natürlich habe ich jetzt meine Notizen auf und sehe, dass es nicht set options heißt, sondern set option. Aber ich sehe schon mal, dass irgendwas damit zu tun hat und das hat mir jetzt hier schnell weitergeholfen, um zu sehen, was nicht passt. Also einmal anstatt set options set option und führe das Ganze aus. Jetzt bekomme ich auch keine Fehlermeldung zurück. Das Ganze hat sich jetzt hier noch nicht geändert. Dafür müsste ich jetzt einmal diesen Data Frame wieder neu aufrufen mit APCs. Und jetzt ja, bekomme ich hier auch alle Zeilen angezeigt. Und ihr seht auch, dass ich jetzt hier nochmal so eine extra Scrollbar habe, um durch die Zeilen durchzuschauen, aber das Notebook nicht ja, noch weiter aufzublasen. Also das
das nur innerhalb dieser einen Zelle scrollt. Okay, damit haben wir unseren Data Frame, unseren Pandas Data Frame, kann uns auch mal den Typ hier anzeigen lassen von APCs. Und hier bekommen wir das jetzt auch zurück, also dass es sich hier um einen Pandas Core Frame Data Frame handelt. Wie gesagt, hier wollen wir uns jetzt einmal die Daten etwas genauer anschauen. Ich zeige euch verschiedene Möglichkeiten, wie das geht. Und zum einen schauen wir uns ein Attribut an, das haben wir uns noch gar nicht angeschaut, ein Attribut, mit dem wir uns die Form dieses Data Frames genauer anschauen können. Und das Attribut heißt Shape. Schreibt man ähnlich wie eine Methode, es ist aber keine Methode. Auch hier benutzt man einmal den Namen der Variable, APCs, dann Punkt und dann das Shape. Aber hier sind am Ende keine runden Klammern. Das war bei den Methoden der Fall. Ich führe es einmal aus und was wir zurückbekommen, sind einmal die Zeilen und die Spalten. Ich weiß, es war jetzt vielleicht ein bisschen witzlos. Das hatten wir auf jeden Fall auch hier gesehen. Hier allerdings nicht mehr, also damit könnte man sich nochmal einen Überblick darüber verschaffen, wie viele Zeilen und Spalten man hat. Dann gibt es noch ein weiteres Attribut, das nennt sich Columns. Ja, hier sehen wir jetzt die verschiedenen Spaltennamen, die wir auch oben schon gesehen haben, also zum Beispiel Institutions, Period, Euro und so weiter. Die Euro-Spalte schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Und dafür können wir ja diese verschiedenen Spalten ansteuern, indem wir einmal den Data Frame ja, ansprechen und in eckigen Klammern den Namen der Spalte angeben. In dem Fall hier unsere Euro-Spalte in Anführungszeichen. Führen wir das mal aus. Und das hier bekommen wir einmal zurück. Auch hier gilt jetzt diese Einstellung, die wir gewählt haben, dass 100 Zeilen zurückgegeben werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann bekommen wir hier auch nur die ersten und die letzten 5 Zeilen und haben jetzt diesen Ausschnitt der Eurospalte. Wir können diese Spalte auch analysieren. Da gibt es eine coole Funktion, die nennt sich Describe. Die können wir mal auf diese Spalte anwenden. Also wir nutzen noch einmal APCs, dann Euro und hier Describe. Und damit bekommen wir eine coole Übersicht. Count ist jetzt die Anzahl der Zeilen. Dann bekommen wir hier noch den Min-Wert, also den kleinsten Wert, hier noch Max, den höchsten Wert, den es gibt. Also ja, bei 2000 wurde dann wohl der Deckel drauf gemacht. Mit Mean haben wir noch den Durchschnittswert und mit 50% den Mittelwert und die verschiedenen Perzentile. Also ganz praktisch, man kann das Ganze auch einzeln ansteuern. Also wir könnten zum Beispiel auch APCs Euro und dann Punkt Max eingeben. Dann bekommt man zum Beispiel nur den Maximalwert. Es gibt noch eine alternative Schreibweise, die habe ich gerade fast benutzt, das APCs.euro. Damit bekommen wir das Gleiche zurück. Ich würde euch aber empfehlen, immer die Schreibweise hier zu benutzen. Das hier funktioniert nur, solange der Spaltennamen nur ein Wort ist und keine Leerzeichen enthält, was dann doch häufiger mal der Fall ist, gerade wenn man auch ja, Daten von anderen bekommt oder wenn man das selber immer macht, kann ich auch generell empfehlen, das nicht zu tun, dass man bei Namen immer keine Leerzeichen setzt, sondern wenn da mal ein Leerzeichen ist, dann so wie hier das Ganze mit einem Unterstrich wieder verbindet. Genau, aber das hier wäre noch die Alternativschreibweise mit dem Punkt. Ich habe jetzt gerade mal hier die Ansicht wieder geändert, dass man nur die ersten 5 und die letzten 5 zurückbekommt, einfach damit das Notebook sich nicht überlädt. Habe ich hier gemacht, indem ich in den Befehl hier zurückgegangen bin und einmal die 100 durch die 10 ausgetauscht habe und die Zelle nochmal neu ausgeführt habe. Okay, jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wie wir nur die Zeilen zurückbekommen, in denen der Wert größer oder gleich 2000 in Euro ist. Wir wissen schon, dass es nicht mehr als 2000 gibt. Dementsprechend bekommen wir dann alle zurück, in denen 2000 steht.
Wir schreiben erstmal wieder APCs, steuern die Spalte Euro hier an und sagen größer gleich 2000. Was wir jetzt hier zurückbekommen, ist nicht ganz das, was ich haben wollte oder gesagt habe. Wir bekommen jetzt nicht alle Zeilen zurück, die 2000 sind, sondern Pandas sagt uns, für welche Zeilen diese Aussage hier zutrifft. Zum Beispiel für die erste Zeile, beziehungsweise 0 ist dann die erste Zeile. Ich kann nochmal hier gucken, das wäre dann die Zeile hier, das stimmt auch. Die nächste, da stand false, das stimmt auch. Also wir bekommen die boolschen Werte dazu zurück. Eigentlich wollten wir aber eine Tabelle, in der nur die Zeilen zurückgegeben werden, in denen das der Fall ist. Das können wir auch ansteuern, indem wir das Ganze etwas anders schreiben. Und das sieht im ersten Moment etwas komisch aus. Warum man das jetzt so schreibt, erkläre ich gleich nochmal. Dafür steuern wir erst einmal den kompletten Data Frame an, dann die eckigen Klammern auf. Daraus steuern wir die Spalte Euro an, also geben wir wieder APCs Euro an und setzen hier auch wieder unsere Bedingungen größer gleich 2000. Und damit bekommen wir jetzt einen neuen Data Frame, in dem nur die Zeilen ausgegeben werden, die 2000 beinhalten. Das hier meinte ich mit, sieht ein bisschen merkwürdig aus, warum soll man hier zweimal APCs schreiben? Vor Augen halten, dass man hier mit dem ersten APCs den ganzen Data Frame ansteuert, sagt, gib mir aus diesem Data Frame. Die Euro-Spalte, die muss man eben so ansteuern, wie wir das auch vorher gemacht haben, muss man den Namen hier vom Data Frame angeben und dann den Namen der Spalte und daraus eben dann die Zeilen mit 2000. Diesen Data Frame, den wir jetzt haben, könnten wir uns auch wieder zum Beispiel in einer Variable abspeichern. Ich nehme das hier einmal wieder mit nach unten, kopiere mir das und packe das in eine neue Variable, die nenne ich APCs 2000 und kann jetzt damit diesen Data Frame ansteuern, bekomme dann hier auch die Tabelle zurück. Was ich auch machen kann, ist, dass ich diesen Data Frame jetzt exportiere, also dass ich mir daraus eine neue Tabelle abspalte. Machen wir das einmal zusammen, spaßhalber. Könnt ihr jetzt hier einmal den Data Frame ansteuern, dann Punkt To unterstrich, drücken hier nochmal Tab. Und hier werden uns jetzt auch wieder alle Dateiformate angezeigt, wie man das Ganze exportieren kann. Wir lassen es mal bei toCSV und geben dann in runden Klammern den Dateinamen an, den wir dafür haben wollen. Die Datei davor haben wir OpenAPC genannt. Wir nennen die jetzt mal OpenAPC2000.csv und führen das einmal aus. Da passiert jetzt in dem Jupyter Notebook nichts, aber wenn wir wieder auf unsere Homepage gehen und die neu lädt, dann haben wir hier eine neue Tabelle. Und wenn wir die wieder öffnen, dann haben wir jetzt diese Tabelle hier abgespeichert. Ich sehe gerade, dass da tatsächlich auch nur die ersten und die letzten 10 gespeichert werden. Muss man vielleicht ein bisschen drauf achten. Ist gut, dass mir das gerade aufgefallen ist. Beziehungsweise vielleicht sind das auch einfach nur die Zeilen. Gucken mal, 15 und 23. Ja doch, es hat alle mitgenommen. Hier ist nur noch eine Zeile dazwischen. Das ist dann, mach das hier mal zu. Also hier ist die 15 und hier die 28. Und hier in dem gespeicherten Satz ist die 23 auch drin. Also muss man nicht ändern, die Ansicht. Es wird dann komplett gespeichert. Genau, und so schnell hat man dann, ich gehe hier mal auf das falsche Notebook, das mache ich auch mal zu, so schnell hat man dann hier einen neuen Data Frame abgespeichert, beziehungsweise eine neue Tabelle. Okay, ich habe euch noch versprochen, dass wir die Daten visualisieren und dafür erstellen wir jetzt mal ein Histogramm aus dieser Euro-Spalte. Damit das auf jeden Fall funktioniert, benutze ich vorher noch einen Jupyter Notebook-Befehl, den leitet man ein mit einem Prozentzeichen und sage hier matplotlib inline. Matplotlib ist auch eine Library von Python, mit der man Daten visualisieren kann und Pandas nutzt unter der Haube auch diese Library zum Visualisieren. Und mit diesem
Jupyter Notebook-Befehl stelle ich nochmal sicher, dass die Visualisierung, die ich gleich generiere, innerhalb des Notebooks auch angezeigt wird. Normalerweise muss man das gar nicht mehr machen, vor allem in den neuen Versionen. Ich zeige es euch jetzt aber einmal, falls das bei euch dann nicht funktionieren würde, dass das Histogramm angezeigt wird, dann wird es auf jeden Fall angezeigt, wenn ihr einmal diesen Befehl hier eingebt. Gut, um ein Histogramm zu generieren, steuern wir wieder die Eurospalte an. Diesmal nehmen wir wieder alle Zeilen mit, also auch die unter 2000, und nutzen dann hier das Punkt Hist, also die Funktion Hist. Punkt Hist, dann runde Klammer auf, Klammer zu und führen das Ganze einmal aus. Und das hier bekommen wir zurück. Mach's mal ein bisschen kleiner, mal wieder den vollen Bildschirm. Und das ist das Histogramm, das wir jetzt daraus in einer Zeile erstellt haben. Finde ich ziemlich cool. Und hier sieht man ganz gut, wie sich die Eurobeträge so verteilen. Also ja, welche Werte öfter in der Tabelle stehen und welche nicht. Man kann das Ganze auch noch weiter anpassen. Diese Funktion Hist hat Parameter, die man einsetzen kann. Könnt ihr euch auch in der Dokumentation anschauen, welche Parameter es da gibt. Einer davon ist auf jeden Fall Bins. Damit kann man nochmal einstellen, wie viele von diesen Säulen hier angezeigt werden, also wie kleinteilig. Standardmäßig sind das 10. Wenn wir jetzt hier durchzählen, sind das 10 Säulen. Und mit dem Parameter Color können wir hier noch die Farbe ändern. Standardmäßig ist das hier blau. Das machen wir einmal zusammen. Also auch hier wieder einmal APCs Euro, Punkt Hist. Und in der Klammer geben wir einmal Bins 20 an. Wir wollen diesmal 20 Säulen. Und Color geben wir einmal, könnt ihr euch selber auswählen, ich mache mal Black. Also Pandas oder Matplotlib kennt hier auch viele Farben, wenn man die als Wort schreibt. Man kann aber auch den Farbcode einer Farbe hier eingeben, dann funktioniert das Ganze auch. Aber es sind ziemlich viele Farben hier drin. Also es geht auch Dark Blue oder Pink, Red. Probiert es einfach mal aus, was da so bei rumkommt. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann bekomme ich das hier zurück. Jetzt habe ich 20 dieser Säulen. Es kann auch von Vorteil sein tatsächlich. Man sieht jetzt, dass das Histogramm auf einmal ganz anders aussieht hier an dem 1250-Bereich. Einfach weil ja, sich hier die Beträge nochmal teilen und man dann sieht, ja, dass das nochmal detaillierter verteilt ist. Gut. Ich überlege gerade, an welcher Stelle wir weitermachen. Ich habe noch andere Visualisierungen. Vielleicht machen wir das zuerst. Dann zeige ich euch am Schluss nochmal, wie ihr das Histogramm auch abspeichern könnt, als PNG oder als PDF. Theoretisch kann man hier einen Rechtsklick machen. Ja, das geht tatsächlich in der Notebook 7-Version nicht mehr. In der alten Version kann man hier einen Rechtsklick machen und die Datei abspeichern. Das wäre aber keine gute Praxis und nicht reproduzierbar. Also ich zeige euch den Code dafür, wie man dieses Histogramm dann auch abspeichern kann. Bevor wir das machen, schauen wir uns noch andere Optionen an. Und zum einen wollen wir jetzt mal unseren Blick weglenken vom Geld und schauen uns eine andere Spalte an, hier in der Tabelle, nämlich die Publisher. Und zwar wollen wir einmal die Frage klären, ja, wie oft die einzelnen Publisher vorkommen. Dafür nutzen wir APCs. Vielleicht gucken wir uns einmal nochmal Columns an, um nochmal den Überblick zu haben. Hier haben wir einmal die Spalte Publisher. Und davon wollen wir uns jetzt anschauen, wie oft die darin vorkommen. Also steuern wir einmal wieder den Data Frame an, dann die Spalte Publisher. Und daraus nutzen wir die Funktion Value Counts. Ich gucke mal gerade, ob die Tab-Taste hier greift. Nein. Machen wir so, Value Counts und führen das einmal aus. Damit bekommen wir direkt eine Übersicht über alle Publisher, die hier vorkommen und auch eine Zahl, nämlich wie oft sie hier vorkommen.
schon mal ziemlich praktisch und auch das können wir wieder visualisieren, indem wir genau das hier nochmal angeben. Könnt euch das hier einmal kopieren und dahinter eine Funktion nutzen, plots.bar. Damit bekommen wir eine Barchart. Ich führe es einmal aus. Ich bekomme eine Fehlermeldung. Gucken wir mal. Series Object has no attribute plots. Ja, ich habe wieder ein S zu viel, also plot.bar. Und dann klappt das Ganze auch. Und damit, ja, hat man dann nochmal visualisiert, wie oft die Publisher vorkommen. Und ihr seht auch, dass das automatisch sortiert wird. Also mit dem höchsten Wert hier zuerst und hier auch. Jetzt seht ihr schon, dass ich so meinen Kopf verrenken muss. Das können wir ja nochmal anpassen. Nehmt euch nochmal die letzte Zelle und kopiert die. Und packt hinter das Bar ein H für oder ein H für horizontal und führt das nochmal aus. Und dann bekommen wir das Ganze hier einmal in die Richtung. Hier kommt ganz oft die Frage, wie man das Ganze jetzt noch umdreht, dass die meisten, die meiste Occurrence, also das Frontiers oben steht. Ich weiß es gerade nicht auf Anhieb. Ist vielleicht mal eine Aufgabe für euch. Findet mal heraus, wie man das Ganze umdreht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es einen Parameter dafür gibt mit Ascending, True oder False. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob für Value Counts oder Bar Age. Findet es mal raus und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es rausgefunden habt. Okay, dann haben wir einmal hier die Publisher visualisiert und im letzten Schritt würde ich mir mit euch noch anschauen, ja, wie viel für die einzelnen Publisher ausgegeben wurde. Dafür benutzen wir etwas, das sich Group By nennt. Vielleicht habt ihr schon mit SQL gearbeitet, da kommt euch das vielleicht als Keyword bekannt vor, also Group By. Damit kann man Werte nach etwas gruppieren. Und in dem Fall wollen wir den ausgegebenen Betrag nach dem Publisher gruppieren und sehen, wie viel die einzelnen für die einzelnen Publisher bezahlt wurde. Dafür setzen wir einmal eine neue Variable und nennen das APCs, Publisher and Spending und brauchen daraus erstmal nur die zwei Spalten Publisher und Euro. Achtung, hier braucht man dann die doppelten Klammern, weil man daraus wieder einen neuen Abschnitt generiert. Und zwar einmal den Publisher und einmal die Euro-Spalte. Ihr seht gleich, was ich meine. Wenn wir jetzt hier die Variable aufrufen, dann haben wir daraus wieder einen neuen Data Frame, der nur diese zwei Spalten beinhaltet. Deswegen nochmal die doppelten Klammern hier. So, jetzt ist das Ganze aber noch nicht gruppiert. Ihr seht schon, dass die einzelnen Publisher mehrmals vorkommen. Was wir jetzt aber haben wollen, ist, dass jeder Publisher einmal vorkommt und dann die Euro-Spalte zusammengerechnet. Also dafür brauchen wir dieses Group By. Wir steuern wieder den Data Frame an, Publishers in Spending und nutzen die Funktion Punkt Group By. Wonach wollen wir es gruppieren? Müssen wir hier angeben in runden Klammern? Wir wollen es nach dem Publisher gruppieren. Und wir wollen daraus die Summe der Euro-Spalte. Also schreiben wir hier noch Punkt Sum. Wir führen es mal aus und das ist das, was wir dabei zurückbekommen. Also eigentlich genau das, was wir haben wollten. Wir haben jetzt jeden Publisher hier einmal vertreten. Wie gesagt, wenn ihr das hier nicht haben wollt, könnt ihr das mit dem Set Option ändern und sehen die Beträge für die einzelnen Publisher. Jetzt ist das Ganze noch nicht sortiert. Es bringt mir vielleicht noch nicht ganz so viel. Wir können das Ganze noch sortieren. Dafür kopiere ich mir das einmal wieder. Sekunde. Also die Spalte hier kopiere ich mir nochmal. Ihr seht schon, dass das ist auch wieder das Coole hier an Pandas, dass man das alles in einer
Zeile schreiben kann und mehrere Funktionen hintereinander packen kann. Denn wir wollen jetzt noch einmal die Funktion sort values benutzen. Sort unterstrich values. Und sagen hier einmal, wonach das Ganze sortiert werden soll, mit dem Parameter by. By braucht ein Argument, by Euro. Also wir wollen es nach der Euro-Spalte sortieren, damit der höchste Wert oben steht. Und damit der höchste Wert oben steht, das ist jetzt auch das, was mir hier an der Stelle gerade fehlt. Ich weiß nicht genau, wo es reinkommt, aber da kommt das Gleiche rein. Hier einmal ascending gleich false. Das ist nicht aufsteigend sortiert wird. Und wenn wir das dann einmal ausführen, haben wir hier den höchsten Wert einmal oben stehen und den niedrigsten Wert hier ganz unten. Also für Springer wurde die meiste Kohle ausgegeben. Auch das können wir wieder visuell darstellen, wenn wir möchten. Wir können uns diese Zelle hier einmal kopieren und packen hier am Schluss noch unser Plot.bar age. Jetzt wird es ein bisschen eng hier. Unser Plot.bar age dran und dann haben wir das Ganze auch wieder visualisiert. Beziehungsweise jetzt haben wir hier wieder diesen Fall. Dafür sollte es jetzt funktionieren, wenn wir hier einmal true reinpacken. Genau, dann wird hier der höchste Wert angezeigt. Ich würde noch einen letzten Befehl mit euch ausführen, nämlich wie man noch den Durchschnittswert für jeden Publisher ermittelt. Dafür einmal den DataFrame ansprechen, wieder das Group By nutzen. Diesmal gruppieren wir aber nach dem Publisher und wollen daraus den Mean, also den Durchschnittswert. Ich glaube, ich habe mich da vorhin auch versprochen mit Median und Mittelwert. Also hier den Durchschnittswert einmal und damit, ja, bekommt ihr dann für jeden Publisher einmal den Durchschnittswert. Auch ganz praktisch. Okay, im letzten Schritt hier von Pandas würde ich euch noch zeigen, wie ihr die Grafiken abspeichern könnt. Und dafür würde ich das einmal an dem Beispiel von dem Histogramm machen. Da war der Code auch nicht so lange. Also ich scroll noch einmal nach oben und das hier nutzen wir einmal. Vielleicht, ja, wäre es jetzt smarter, das einmal zu schreiben. Machen wir es so, ich gebe das hier nochmal neu ein. Also wir nehmen unseren DataFrame, dann hatten wir daraus die Euro-Spalte und daraus unser Hist mit den Bins 20 und Color Black. Das möchte ich jetzt als PNG abspeichern. Um das zu tun, packe ich erstmal diese Anzeige hier wieder in eine neue Variable. Die nenne ich jetzt mal Hist Euro. Und in dem Fall bekommen wir jetzt tatsächlich noch einen Ausgabewert, obwohl ich das nur in einer Variable abgespeichert habe. Das ist jetzt auch wieder so Jupyter Notebook speziell und auch das Matplotlib Inline, das wir angesteuert haben. Deswegen kommt das hier einmal nochmal zurück. Gut, dann haben wir das abgespeichert. Jetzt müssen wir dieses Bild erstmal ja, uns selbst in die Hand drücken, würde ich sagen. Oder dieses Objekt. Dafür setzen wir nochmal eine neue Variable, die nennen wir jetzt Figure und setzen die gleich mit unserer Variable, die wir gerade hier gesetzt haben, HistEuro. HistEuro und darauf wenden wir die Funktion getFigure an. Oder die Methode tatsächlich. Führen das einmal aus und das, was wir jetzt hier haben, das können wir abspeichern als PNG. Dieser Zwischenschritt ist erstmal verwirrend, war für mich auf jeden Fall auch. Man muss das aber tatsächlich tun, damit man dieses Objekt in den Händen hält und weiter nutzen kann. Dieses Konzept sieht man auch, wenn man mal selber eine Funktion schreibt oder ähnliches. Das machen wir heute nicht, wenn ihr das machen wollt.
Schreibt es mir aber gerne, dann machen wir das im nächsten Part. Gut, jetzt haben wir noch kein PNG, dafür brauchen wir jetzt hier den letzten Befehl. Einmal rufen wir jetzt das Figure auf und wenden darauf die Funktion Save Fig an. Jetzt damit speichern wir das und sagen noch auch wieder hier in den Anführungszeichen, wie wir das nennen möchten. Ich nenne es jetzt mal APC Figure.png. Und theoretisch können wir uns auch mal noch anschauen. Ich hoffe, das funktioniert. Kann man das auch noch als PDF abspeichern? Auch hier, das Ganze landet wieder in eurer Homepage, also auf dem gleichen Pfad wie eure Notebooks. Hier haben wir jetzt einmal das PNG. Können wir mal öffnen. Genau, das sieht dann einmal so aus. Und gucken, ob das PDF auch funktioniert hat. Ja, es hat gerade nicht funktioniert. Wir gucken mal, ob ich es über meinen File Explorer öffnen kann. Wenn ich hier in meinem Work-Ordner bin, dann haben wir es hier abgespeichert. Gucken, ob es. Ja, damit geht's. Also mit einem PDF-Viewer kann ich das Ganze dann öffnen, komischerweise. Oder ja, in der Home-Seite von Jupyter Notebook gerade nicht, aber es ist auf jeden Fall korrekt abgespeichert als auch als PDF. Okay, ich mache hier den Deckel drauf von Pandas, aber ich verlinke euch auf jeden Fall noch ein paar Links zu Pandas in dem Pad, in dem ich euch auch den Code-Schnipsel reingepackt habe. Können wir hier einmal zusammen machen. Packe ich euch hier einmal. Hier sind wir wieder in dem Notebook und hier packe ich euch mal unter Pandas noch zwei Cheat Sheets rein. Wenn ihr euch die einmal angucken wollt, könnt ihr hier auf den Link klicken und hier findet ihr noch eine ziemlich gute Übersicht darüber, was alles mit Pandas möglich ist und das ist so einiges. Also wir haben uns gerade hauptsächlich Daten angeschaut und haben sie visualisiert. Ihr könnt mit Pandas aber auch Daten verändern. Ihr könnt mehrere Tabellen miteinander verknüpfen, so wie man das vielleicht auch aus SQL kennt. Hier kann man Group Data nutzen, hier kann man noch viel mehr mit Plotting machen und so weiter. Also es gibt hier jede Menge Dinge, die man mit Pandas anstellen kann. Und ja, das würde ich euch hier am Ende noch mit an die Hand geben. Ich schätze mal, es gibt auch noch viele weitere Videos und Dokus zu Pandas, was man damit machen kann. Das war jetzt gerade die Spitze des Eisbergs. Wenn ihr möchtet, dass ich euch noch mehr zeige von Pandas, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Dann kann ich euch zum Beispiel auch gerne zeigen, wie man mehrere Tabellen miteinander verknüpft in Pandas. Das soll es jetzt aber erstmal hier gewesen sein mit Pandas. Und wir kommen zum letzten Part dieses Screencasts, der lange geht. Ihr haltet gut durch. Nämlich schauen wir uns jetzt einmal DataCite an. Das ist eine Plattform, auf der Publikationen gesammelt werden, beziehungsweise Metadaten zu Publikationen und auch zu Forschungsdaten, also ähnlich zu Crossref, falls ihr das kennt. Davon werden wir die API ansteuern, also die Programmierschnittstelle, und uns durch DOIs, durch Digital Object Identifiers die Metadaten zu verschiedenen Publikationen abgreifen und das am Ende in einem schönen automatisierten Weg. Und ja, zeige euch, wie ihr das Ganze effizient für euch nutzen könnt. Vielleicht jetzt noch mal eine Pause machen, das mache ich jetzt auch und dann geht's gleich weiter mit einem neuen Jupyter Notebook. So, es geht weiter mit unserem letzten Part, nämlich mit der API von DataCite. Ich habe hier mal noch ein paar Tabs wieder zugemacht und wir schauen uns dafür erst einmal DataCite an. Ich gehe hier auf DataCite Commons und das hier ist quasi die Suchoption von DataCites. Darin könnt ihr nach verschiedenen Publikationen suchen, auch nach Creatorn oder Repositorien und nach Organisationen. Und wir suchen hier einmal nach einer Publikation. Ich würde euch jetzt nur gerne zeigen, wie man das einmal hier über die Oberfläche sich anschauen kann.
und auch die Metadaten dazu downloaden kann. Und dann starten wir ein neues Jupyter Notebook und sehen dort, wie wir die Daten einlesen können und abgreifen können, eben das, was uns interessiert. Ich suche hier mal nach Git. Habe ich schon öfter gemacht, machen wir auch immer in den Workshops und bekomme dann hier verschiedene Publikationen und Forschungsdaten zurück aus den verschiedenen Jahren. Ich kann hier auch noch sortieren, ob ich Datensets haben will, also Forschungsdaten, Journalartikel und so weiter. Und gehe hier mal auf einen bestimmten Artikel, den hier Git can facilitate greater reproducibility and increased transparency in science. Wenn ich auf den Datensatz klicke, dann bekomme ich hier ja Infos dazu, wie ich das Ganze zitieren kann, eine Beschreibung dazu, die DOI, die Autoren und so weiter. Ich kann die Daten auch downloaden, hier unter Download Metadata, und kann auswählen, welches Format ich haben möchte. Wir interessieren uns jetzt hier speziell für das JSON-Format und wenn ich da drauf klicke, dann öffnet sich hier ein neuer Tab in meinem Browser und ich sehe die Rohdaten dazu, die Metadaten im JSON-Format. Schauen wir uns die mal zusammen genauer an und jetzt machen wir in unserem Kopf nochmal eine Zeitreise zurück zu den Python-Grundlagen und dann fällt uns hier etwas auf. Das Ganze startet nämlich mit einer geschweiften Klammer. Und die sind uns tatsächlich schon begegnet in den Grundlagen, nämlich als Dictionary. Und genau das haben wir jetzt auch vor uns. Wir haben hier Schlüsselwertpaare vor uns, also ein Dictionary oder Key-Value-Pairs. In dem Fall wäre jetzt hier zum Beispiel ID ein Key und diese URL dazu der Wert und so weiter. DOI ist auch ein Key. Hier wird das auch immer mit dem Komma getrennt, genauso wie wir das gemacht haben mit unserem Author and Birth Years Dictionary. Jetzt sind wir aber in der echten Welt angekommen und hier sehen wir auch, dass das Ganze verschachtelt sein kann. Wir hatten das auch kurz selbst getestet, wenn man zum Beispiel jetzt zwei verschiedene Geburtsjahre hat und nicht genau weiß, wann jemand geboren ist. Ich glaube, entweder bei Shakespeare oder bei Da Vinci wäre das tatsächlich der Fall. Dann kann man hier auch zu einem Key eine Liste hinzufügen. Und hier sehen wir zum Beispiel den Key Types. Und in diesem Key steckt ein weiteres Dictionary mit weiteren Key-Value-Pairs. Also dieser Key Types hat eben weitere Schlüsselwertpaare und es gibt verschiedene Typen, also BibTeX, Schema.org und so weiter. Und dann wird das Ganze hier wieder geschlossen. Und der nächste Key beginnt aus diesem ersten Dictionary, der sich Creators nennt. Und auch hier geht es genauso lustig weiter. In Creators steckt der Wert einer Liste. Und in dieser Liste steckt ein Dictionary. So sehen echte Daten aus und so werden auch alle Daten auf DataSite abgelegt. Zum Beispiel sieht man jetzt hier ganz gut bei dem Creators ist eine Liste. Das ist auch sinnvoll, denn es kann ja auch mehrere Creator geben und dann wäre eben ein Element der Liste ein Creator. Und für den Creator möchte man verschiedene Infos angeben, zum Beispiel den vollen Namen, den Nachnamen und den Vornamen, vielleicht noch Affiliation. Da kann es auch mehrere geben, also ist auch das wieder eine Liste. Da wurde jetzt hier nichts angegeben. Aber diese Liste hier, die hier, die endet hier. Und wir sehen, dass das Ganze nur ein Element hat, diese Liste. Deswegen hätte man ja sagen können, für diese Struktur braucht man keine Liste, es ist ja nur ein Element. Man macht das aber trotzdem so, damit man eben immer die gleiche Struktur hat und so auch besser mehrere DOIs oder mehrere Metadaten im gleichen Stil abgreifen kann. Sehen wir dann später auch nochmal genau, wenn wir das zusammen machen. Oder auch hier geht es dann weiter mit dem Titel. Nennt sich hier auch schon Titles. Auch hier ist eine Liste mit einem Dictionary und hier ist nur ein Titel drin.
Auch das kann mal anders sein. Es gibt ja auch noch Untertitel oder so irgendwas in die Richtung. Es kann mehrere Titel geben. Hier gibt es nur einen. Und dementsprechend hat auch diese Liste wieder nur ein Element. Das sind die Daten, die wir gleich abgreifen möchten. Ich zoome hier nochmal raus. Und wenn wir uns hier die URL anschauen, dann sehen wir, dass wir schon auf der API gelandet sind. Also hier haben wir das HTTPS, api.datasite.org, Application, und hier ganz am Ende haben wir tatsächlich die DOI zu dieser Publikation, also das hier. Das heißt für uns im Umkehrschluss, wenn man hier eine andere DOI einfügt, kann man gerade gucken. Ich schnappe mir mal eine DOI, die ich hier noch irgendwo rumliegen habe. Aus einem anderen Workshop. Nur um euch zu zeigen, was dann passiert. Genau, ich schnappe mir hier mal eine andere DOI und packe die hier ans Ende und lade die Seite neu. Dann zack, es ist jetzt sehr schnell passiert. Aber dann haben wir jetzt die Metadaten zu dieser Publikation. Das heißt für uns, dass das hier, was hier am Anfang steht, die Base-URL ist von dieser API. Die wird nie, oh, ich bin ein bisschen zu weit, ab hier. Die wird nie verändert und wird immer ja, erweitert durch die DOI einer Publikation. Das können wir uns gleich zunutze machen, wenn wir uns die Daten anschauen. Denn dadurch kann man ja, durch das Konzept der Vorschleife diese DOIs immer ersetzen und dadurch so viele Publikationen, wie man nur möchte, durchlaufen und da immer die gleichen Infos raussuchen. Also wenn man jetzt zum Beispiel 10 DOIs hat, kann man die durchlaufen und sich von jeder DOI den Titel und die Creator raussuchen. Das ist so der Fahrplan. Wir werden also die Daten einer DOI einlesen und dann schauen, wie wir genau an diese Daten kommen. Auch dafür habe ich euch schon mal in diesem Pad einen Code-Schnipsel abgelegt, den ihr euch kopieren könnt. Das ist dieser Abschnitt hier, das hier unten, und mitnehmen könnt in ein neues und letztes Jupyter Notebook. Also ist unser letztes Thema für diesen Screencast. Und genau, ihr könnt auch hier wieder in euer altes Notebook gehen und auf File und New und Notebook oder wenn ihr hier auf der Homepage seid, dann könnt ihr von dort aus wieder auf New klicken und ein neues Notebook öffnen. Hier seht ihr auch noch mal ganz gut, dass die Notebooks sich immer wieder automatisch abspeichern. Okay, ich mache ein neues Notebook auf. Wähle Python 3 aus, gebe dem Ding direkt einen Namen und wir nennen das mal Metadata via DOI from DataSite. So, dann mache ich hier mal direkt schon eine neue Zelle, packe hier einmal das rein, was wir gleich brauchen. Und auch hier werden wir wieder Libraries importieren, die wir brauchen. Zum einen brauchen wir wieder URL-lib und daraus das Modul.request. Und wir brauchen die Library JSON. Die hatten wir ja vorhin mal ganz kurz gesehen. Die ist Teil der Standard-Libraries. Und ich sehe, dass ich hier schon einen Fehler gemacht habe an Terminated String Literal. Also hier. Das ist auch nochmal, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Hier ist so ein Pfeil, der zeigt auf die Stelle, wo irgendwas schiefgelaufen ist. Und hier habe ich ein Anführungszeichen zu viel. Den Fehler erspare ich euch mal. Gehe hier nochmal ins Pad und nehme den hier weg. Dann sollte das bei euch auf jeden Fall direkt funktionieren. Und wir haben das hier einmal ausgeführt. Dieses Mal werden wir die Daten nicht herunterladen.
Bei dem Pandas-Part haben wir die Daten lokal gespeichert und haben sie dann in Pandas eingelesen. Hier wiederum lesen wir die Daten nur ein und laden sie nicht lokal runter. Das ist auch vernünftig in dem Fall, da wir nicht ja, unseren Rechner vollladen möchten mit Tausenden von Daten. Und nebenbei nochmal, wir machen hier immer so kleine Beispiele, aber man kann sich das immer im Big Picture vorstellen. Wenn wir jetzt mit oder später mit vier verschiedenen DOIs arbeiten, dann geht das Ganze genauso mit 10 DOIs, mit 100 DOIs, mit 1000 DOIs und mit 1000, mit 100.000 DOIs. Und trotzdem habt ihr die gleiche Länge an Code, die ihr dafür braucht. Jetzt werden wir uns aber erstmal nur eine DOI anschauen. Und das haben wir hier auch schon mal gesetzt. Wir haben hier einmal die Base-URL, die haben wir hier gesehen, das ist der Part. Und wir haben einmal die DOI, die wir uns jetzt am Anfang anschauen wollen, in der Variable DOI abgespeichert und haben die beiden hier in der Full-URL einmal miteinander verknüpft. Das hier brauchen wir später erst, wenn wir das Ganze dann automatisieren für mehrere DOIs. Aber wie gesagt, für das erste Beispiel schauen wir uns mal nur eine DOI an. Okay. Dafür ja, setzen wir erstmal eine neue Variable, unser DOI JSON Dataset, und lesen die Daten ein. Dafür brauchen wir auch wieder diese Library hier, also url-lib.requests. Und diesmal brauchen wir url-open. Bei Pandas haben wir url-retrieve genutzt. Hier nutzen wir url-open. Öffnen damit die Full URL. Jetzt hat meine Tab-Taste aufgegeben. Full URL. Und nutzen hier noch die Funktion Read. Also damit lesen wir das Ganze einmal ein. Jetzt haben wir hier die eingelesenen Daten. Das Ganze ist aber noch im JSON-Format und Python kann damit noch nicht so ganz viel anfangen. Deswegen müssen wir das noch in ein Python-artiges Objekt umwandeln und dafür machen wir uns diese JSON-Library zunutze. Wir setzen eine neue Variable, die nennen wir diesmal DOI-Dataset und nutzen dann die Library JSON und daraus die Funktion loads. Das steht für Load String. Ja, und JSON möchte hier auch noch wissen, welcher String soll geladen werden? In dem Fall hier unser DOI JSON Dataset. Jetzt geht die Tab-Taste auch wieder. Wir führen es einmal aus. Und jetzt können wir diese Variable hier einmal aufrufen. DOI Dataset. Und bekommen jetzt hier ja, die Daten dazu und die sehen jetzt genauso aus, wie sie auch hier aussehen. Nebenbei, was haben wir jetzt hier vor uns? Können uns jetzt mal den Type anschauen. Sollte ja jetzt, wie ich euch versprochen habe, ein Dictionary sein. Gucken wir mal. Genau, also mit Type bekommen wir auch ein Dict zurück. Das habe ich übrigens vorhin in den Basics wieder nicht gemacht. Bei der Liste habe ich noch List-Names davor gesetzt. Auch hier könnten wir jetzt, machen wir das mal zusammen, hier einmal Dict DOI-Dataset schreiben und auch hier einmal Dict. Einfach nur, damit wir genau wissen, um was es sich handelt. Und wichtig, auch hier wieder die Zeilen einmal neu ausführen. Bevor es gleich weitergeht, würde ich euch noch eine ja, Side-Info zeigen. Auch wieder ein Jupyter Notebook-Befehl, den wir mit dem Prozentzeichen einleiten und dann einmal das Wort whose. Ich führe es mal aus. Das könnt ihr immer nutzen in euren Jupyter Notebooks, um eine Übersicht zu bekommen über alle Variablen, die ihr bis jetzt gesetzt habt. Und wir haben gerade in den paar Minuten schon einige Variablen gesetzt, die uns jetzt hier angezeigt werden. Und nicht nur das, also wir haben hier einmal den variablen Namen, aber wir haben auch den Type. Also hier haben wir auch direkt eine Übersicht über das, was das Ganze ist. Zum Beispiel hier auch die Libraries, da steht dann Type Module oder hier unser Dataset ist dann Dict. Tatsächlich werden uns jetzt hier
Das hier wird uns jetzt doppelt angezeigt, weil wir das nochmal umbenannt haben. Also auch noch ja, ganz interessant zu sehen, dass diese erste Variable, die wir gesetzt haben, jetzt nicht gelöscht wird, sondern die ist jetzt auch immer noch da. Aber wir machen jetzt hier mit dieser Variable weiter. Und einen anderen Trick, den ich euch noch zeigen würde, ist jetzt ja, schon so spät, aber ich habe es vorher vergessen, ist, dass ihr hier eine Hilfefunktion innerhalb des Notebooks habt. Nämlich, wenn ihr eine Funktion schreibt, so wie jetzt hier das Type und die Klammern öffnet und in der Klammer Shift und Tab drückt, dann bekommt ihr hier so eine kleine Übersicht zu dieser Funktion und welche Parameter man hier noch einfügen kann. Kannst vielleicht mal noch mit was anderem ausprobieren. Hier mit Print steht dann auch hier Prints the value to a stream. Und hier sieht man die verschiedenen Parameter, die man dafür nutzen kann. Was ihr auch machen könnt, ist nach dieser Funktion zu googeln. Dann kommt ihr da auch meistens auf die Dokumentation und könnt euch da auch die verschiedenen Parameter dazu anschauen. Gut, war jetzt auch wieder nur so eine Nebeninfo. Ich hoffe, ihr habt es nicht schon vor einer Stunde gesucht. Aber gut, jetzt habe ich es euch immerhin noch gezeigt. Okay, zurück zu dem, wo wir gerade stehen geblieben sind. Vielleicht packe ich das hier einmal nach unten. Ich drücke gerade immer das Falsche, deswegen bringt das hier gar nichts. Ich muss hier den Pfeil nach unten nutzen. Genau, und wir haben hier einmal wieder unsere Daten vor uns. Genau, auch hier haben wir jetzt dieses Dictionary vor uns mit dem Key-Value-Pairs. Und unsere Idee, unser Wunsch ist jetzt, dass wir einmal Metadaten hier rausgreifen. Um das zu tun, können wir schon mal eine Funktion nutzen, um uns die Keys genauer anzuschauen. Also ohne, dass wir jetzt hier alles durchschauen müssen. Das Datenset hier ist auch noch relativ kurz. Also man hat hier noch einen relativ okayen Überblick. Das kann sich aber auch ganz schnell ändern, wenn da mehr Infos drin stehen. Und dafür können wir die Funktion Keys nutzen, die uns alle Schlüssel aus diesem Dictionary anzeigt. Also hier das IDE, DOI, URL, Types, Creators, Titles, Publisher und so weiter. Also schon mal ziemlich hilfreich. Und was wir auch schon gelernt haben in den Basics ist, dass wir die Keys ansteuern können, um die Werte zurückzubekommen. Und die Werte interessieren uns gerade. Das heißt, wir brauchen jetzt die Keys, um uns Dinge zurückgeben zu lassen. Probieren wir das mal an einem ersten Beispiel. Und zwar wollen wir einmal das Publication Year zurückbekommen. Und dafür gibt es auch diesen Key hier, Publication Year. Das heißt, ganz ähnlich wie wir das vorhin gemacht haben mit Authors, Birth Years und dann in Klammer Hawking, um das Geburtsjahr zurückzubekommen, können wir jetzt hier einmal das Dictionary ansteuern. Und ich würde das jetzt in dem Fall einmal mit dem Print-Befehl machen. Muss man im Jupyter Notebook nicht, aber in einem Skript würde man das auch so machen. Also Print Dict DOI Dataset und daraus steuern wir dann den Key Publication Year an. Und auch hier ist es wichtig, dass wir dieses Y in Year groß schreiben, damit er das erkennt. Führen es einmal aus und bekommen 2019 zurück. Ich schreibe es mal dazu. Erscheinungs ja ausgeben. 2019. Jetzt könnten wir auch mal hier reingehen und gucken, ob wir das auf die Schnelle finden. Ja, genau. Das ist jetzt hier an der Stelle, ist das hier unser Key und wir bekommen hier den Wert 2019 zurück. Es hat schon mal gut funktioniert. Ich verspreche euch, dass es jetzt noch komplizierter wird. Probieren wir was anderes aus, nämlich hier Titles. Versuchen wir mal den Titel zurückzubekommen. Den Titel ausgeben. Ich mache mal eine Markdown-Zelle daraus. Und wir versuchen das Ganze wieder mit dem ähnlichen Vorgehen. Einmal
Print, dann unser Dictionary und daraus den Key Titles. So, was wir diesmal zurückbekommen, ist der Titel, aber nicht ganz so schön wie das Jahr. Also hier haben wir das reine Erscheinungsjahr zurückbekommen. Hier bekommen wir jetzt irgendwie noch so ein, ja, Zeugs drumherum. Und ja, was ist das Zeugs? Wir bekommen hier erstmal eine eckige Klammer zurück und das deutet darauf hin, dass wir eine Liste zurückbekommen. Und in dieser Liste ist ein Dictionary mit dem Key Title. Jetzt machen wir uns all diese Dinge, die wir in den Basics mühsam uns erarbeitet haben, zunutze und versuchen mal hier uns den reinen Titel zurückgeben zu lassen. Ich habe euch gerade schon in den Rohdaten, die wir uns im Browser angeschaut haben, gesagt, dass man jetzt hier sagen könnte, dass es irgendwie unnötig ist, hier eine Liste zu erstellen, wenn da nur ein Element drin ist und dann ist da auch noch ein Dictionary mit nur einem Key drin. Kann man sich jetzt fragen, wozu das Ganze, warum schreibt man nicht einfach hier nur den Titel rein und dann hat man das auch direkt. Es hat den Hintergrund, dass die Metadaten immer gleich strukturiert sind, gleich aufgebaut sind und es unter Umständen auch Publikationen gibt, die mehrere Titel haben oder hier auch noch zusätzliche Infos zu dem Titel als nur den Key Title. In dem Fall ist es jetzt nur ein Titel und wir gucken mal, wie wir da jetzt drankommen. Wir haben gelernt, dass wir in der Liste, die wir damals angelegt haben, die List Names, einzelne Elemente ansprechen können, indem wir die Position in der Liste angeben. Und hier haben wir ein Element auf der ersten Position. Das heißt, wir können jetzt hier einmal die erste Position ansteuern. Wir machen das jetzt so kleinteilig, damit wir besser verstehen, wie wir da drankommen. Theoretisch könnt ihr den letzten Schritt, den wir dann brauchen, auch direkt schreiben. Wir machen das in kleinen Schritten. Wir gehen nochmal zu den Titles und können jetzt hier direkt dahinter die Position angeben in eckigen Klammern. Also einmal die 0, das war die erste Position, und sind unserem Glück einen Schritt näher gekommen. Wir haben immer noch nicht den reinen Titel, aber wenn wir genau hinschauen, dann ist jetzt hier die eckige Klammer verschwunden und wir haben nur noch ein Dictionary vor uns. Das heißt, hier können wir wieder das Gleiche machen, wie wir auch hier gemacht haben. Wir können jetzt den Schlüssel, den Key ansprechen, um den Wert zurückzubekommen. Also das wäre jetzt hier quasi die Endauflösung. Wir steuern einmal unser Dictionary an, daraus wieder den Key Titles, daraus die Position 0 aus der Liste und daraus den Key Title, also diesen Key hier, und führen das einmal aus. Und damit haben wir jetzt auch einmal den reinen Titel dieser Publikation zurückbekommen. Ja, vielleicht nochmal, wir sind in der echten Welt angekommen, so sehen Metadaten oft aus, aber ja, mit dieser einen Zeile Code haben wir es schon geschafft, an diesen Titel ranzukommen. Machen wir das Ganze nochmal für die Creators und daraus wollen wir einmal den vollen Namen zurückbekommen. Wir hatten die Keys hier oben schon gesehen. Hier haben wir einmal den Key Creators und können jetzt einmal wieder, ich mache mal noch eine Überschrift, damit wir sehen, dass hier quasi der nächste Punkt kommt, Creators, und nutzen hier einmal Print, DOI. Ist mir gerade nur passiert. Jetzt habe ich das alte angesprochen. Hier das Dict, DOI, Dataset und daraus den Key Creators. In dem Fall bekommen wir das hier zurück. Hier haben wir jetzt auch wieder eine Liste, aber tatsächlich diesmal eine Liste mit mehreren Elementen, wenn ich das richtig sehe. Genau, muss ich hier den Überblick verschaffen. Hier ist das erste Element und hier ist das zweite Element.
Jetzt wird es hier schon so ein bisschen unübersichtlich und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass hier ja noch weitere Keys sind, zum Beispiel Name oder auch dieser Key hier, den wir hier gar nicht angezeigt bekommen, als wir uns die Keys haben ausgeben lassen. Hier bekommen wir wirklich nur die Keys, die auf der obersten Ebene liegen, also ja, wie jetzt zum Beispiel das Publication Year. Und die Keys, die darunter liegen, müssen wir anders ansprechen. Zum Beispiel könnten wir jetzt hier erstmal wieder die Liste ansteuern und wir nehmen mal wieder das erste Element. Jetzt könnten wir auch das zweite nutzen, aber wir steuern nochmal das erste Element an mit unserem DictUI-Dataset, dann Creators und daraus das erste Element und bekommen hier jetzt auch wieder ein Dictionary zurück. Wir können das auch mal überprüfen mit Type. Typed DictUI-Dataset, Creators und 0. Dann bekommen wir hier auch zurück, dass es sich um ein Dictionary handelt. Das heißt, von diesem Dictionary können wir uns jetzt wieder die Keys zurückgeben lassen. Und das Ganze würde dann so aussehen. Also wir steuern einmal das Dictionary an, daraus den Key Creators und die Liste und darauf wenden wir die Keys an, also auf dieses Dictionary, das hier. Und dann bekommen wir die Keys aus dieser unteren Ebene. Einmal Name, Affiliation und Name Identifiers. Okay, und daraus wollen wir jetzt einmal wieder den Name zurückbekommen. Das heißt, gleiches Spiel oder ähnlich wie beim Title. Wir steuern das Dictionary an, wir steuern die Creators an, die erste Position und den Key Name. Wir sehen jetzt auch hier schon, dass tatsächlich hier die Struktur etwas anders ist als in dem Beispiel, das wir uns als erstes angeschaut haben in unserem Browser. Da gab es noch den Given Name und sowas. Das ist jetzt hier gerade nicht der Fall. Also die Daten wurden nicht abgelegt und das kann einem auch manchmal zum Verhängnis werden, wenn die Daten dann doch nicht so klar abgelegt wurden, wie es sein sollte. Aber immerhin gibt es auch hier diesen Key Name, den wir vorhin auch gesehen haben und bekommen dann hier einmal die Landesinitiative NFDI der Digitalen Hochschule NRW zurück. Okay. Ich würde gleich euch zeigen, wie man das Ganze jetzt für mehrere DOIs machen kann. Und eigentlich ist das auch in unserem Workshop immer eine Übung, die man dann selber machen kann. Wobei das ein großer Schritt ist, von dem, was wir gerade gemacht haben, zu einer Vorschleife, mit der man mehrere DOIs durchlaufen kann. Bevor wir das machen, würde ich euch noch eine Sache zeigen, die hier auch öfter mal gefragt wird in den Workshops. Und das geht jetzt hier gerade ganz gut, weil wir zwei Creator haben. Nämlich die Frage, ja, was ist denn, wenn ich alle Creator zurückhaben will? Das ist ja nicht unüblich, dass man von den Metadaten alle AutorInnen zurückhaben möchte. Wie stelle ich das jetzt an? Und auch das kann man mit einer Schleife lösen. Und die würde ich einmal mit euch bauen, beziehungsweise auch hier. Wenn ihr das mal selber ausprobieren wollt, selber nachdenken wollt, wie würdet ihr da dran gehen, könnt ihr ja auch auf Pause drücken und euch mal ein bisschen ausprobieren und dann gleich abgleichen, ob ihr das so gemacht habt wie ich. Ich würde es jetzt einmal zeigen. Und zwar nutzen wir hier auch wieder das Keyword for und setzen eine Variable, die nennen wir jetzt mal Creator. Denn es geht immer um einen Creator, der hier temporär reingepackt wird, wenn wir uns an die Schleife aus dem Python Basic Part zurückholen. Da hatten wir hier Person gewählt für die verschiedenen Personen in unserer Liste. Was uns auch schon zum nächsten Punkt bringt. Wir schreiben for Creator in und jetzt brauchen wir eine Liste an Dingen. Und wir haben ja eine Liste. Wenn wir nochmal nach oben schauen, dann ist das hier tatsächlich eine Liste. Also hier haben wir eine Liste zurückbekommen und durch diese Liste wollen wir auch gehen und immer den Wert zu Name zurückbekommen. Also können wir das hier nutzen als Liste und geben das hier einmal an.
DictDOI, Dataset Creators, dann ein Doppelpunkt, Enter und wir kommen in den Schleifenkörper. Hier nutzen wir jetzt einmal den Print-Befehl und wir haben gesagt, wir wollen das, was in dem Key Name drin steckt. Also eigentlich wollen wir einmal das hier zurückbekommen und einmal das hier. Also schreiben wir hier einmal Creator, das ist jetzt die Verknüpfung zu dem hier, und Name. Ich mache mal noch die Bindestriche dazwischen, einfach damit wir besser sehen, was genau passiert, und führen das einmal aus. Und das ist das, was dabei zurückkommt. Wir gucken es uns nochmal gemeinsam an. Ich überlege gerade, ich mache nochmal eine Zeile hier oben drüber und lass mir nochmal unsere Liste ausgeben, damit wir ja, genau sehen, was hier in den einzelnen Schritten passiert ist. Also das hier ist unsere Liste, die wir hier reingeladen haben. Im ersten Durchgang wird wieder das erste Element aus dieser Liste genommen und wird temporär in Creators gepackt. Und das erste Element in dieser Liste ist dieses Dictionary. Also hier sehen wir einmal, dass die Klammer sich öffnet. Hier ist noch eine Liste drin versteckt und noch eine Liste, aber hier schließt sich diese geschweifte Klammer, dieses Dictionary. Danach folgt ein Komma, also damit wird das erste Element dieser Liste von dem zweiten getrennt. Das hier ist das zweite Element und hier schließt sich die Liste. Das heißt, das hier, das erste Element aus der Liste, wird temporär hier in Creator gepackt. Und im ersten Durchlauf wird dann hier einmal Print Creator, also das hier, die Liste, und dann Name ausgegeben. Wir haben hier also dieses erste Element aus der Liste und sprechen daraus den Key Name an. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend, weil hier haben wir noch die Position der Liste angegeben. Das ist hier in der Schleife nicht mehr notwendig, denn die Schleife läuft automatisch durch alle Positionen der Liste durch. Deswegen haben wir jetzt hier quasi schon die Liste in unserer Hand oder das erste Element, ohne dass wir das sagen müssen und sagen direkt, gib mir den Key Name aus. Und dann haben wir noch diesen Print-Befehl, um das Ganze einmal hier abzugrenzen. Die Schleife ist zu Ende und nimmt sich das zweite Element aus dieser Liste und packt das dann temporär in Creator und nutzt das dann hier bei dem nächsten Print-Befehl und steuert hier den Key Name an und gibt uns dann hier den zweiten Name zurück. Und ja, theoretisch könnten hier auch 10 Elemente in der Liste sein. Der Code dafür würde sich nicht verändern. Also mit diesen eigentlich 2-Zeilen-Code können wir uns ja, relativ simpel alle Creator einer Publikation zurückgeben lassen. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr es auch ohne mich gelöst habt, ob es geklappt hat oder vielleicht habt ihr sogar einen anderen Weg dafür gefunden. Nebenbei vielleicht noch eine Quizfrage. Was denkt ihr, was passiert, wenn ich jetzt einmal die Variable Creator aufrufe? Also was passiert, wenn ich das jetzt ausführe? Quasi das, was wir hier genutzt haben. Ich führe es mal aus. Und ihr seht, was wir hier zurückbekommen, ist das letzte Element in der Liste, nämlich genau das hier. Das steckt jetzt hier noch in Creator drin, denn das war das letzte Element, durch das die Schleife durchgelaufen ist und hat das hier temporär in Creator gepackt. Die Schleife ist zu Ende, also bleibt in diesem Creator quasi das letzte Element in der Liste stecken, durch das wir iteriert haben mit der Schleife. Und in dem Fall ist das hier unser Dictionary, aus dem wir den Key Name angesteuert haben. Das war das Beispiel für die eine Vorschleife, wie wir die verschiedenen Creator zurückbekommen. Jetzt würde ich noch ein anderes Beispiel mit euch durchgehen, und zwar, wie kann man das Ganze jetzt für mehrere DOIs machen? Also, ich mache mal hier nochmal eine Überschrift. Metadaten zu mehreren DOIs abgreifen. Und unser Ziel ist für diese Übung, dass wir einmal
uns die DOI zurückgeben lassen. Dann wollen wir noch den Titel, den Publisher und ja, als Bonus schauen wir uns vielleicht noch danach das Publication Year an. Lassen wir aber erstmal raus aus der Nummer. So, auch hierfür packe ich euch jetzt eine Liste von DOIs in unser Pad, um diese Aufgabe hier zu bewältigen. Pack das hier eben mal hier unten rein. Hier findet ihr das Ganze und könnt euch hier einmal diese DOIs kopieren. Mit denen machen wir das Ganze gleich. Packe ich mir hier auch in meine Zelle rein und führe die einmal aus. Damit haben wir jetzt eine Liste von DOIs und unser Plan ist jetzt, dass wir das, was wir hier alles gemacht haben für eine DOI, gleich auf mehrere DOIs anwenden, also auf alle DOIs, die hier in unserer Liste sind. Dafür ist es wichtig, dass wir uns diese Zeilen hier nochmal vertraut machen. Und wie gesagt, wenn ihr das jetzt einmal ohne mich ausprobieren wollt, auch hier drückt auf Pause, probiert es mal und kommt zurück, wenn ihr nicht mehr weiterkommt oder wenn ihr es geschafft habt. Und dann gucken wir nochmal zusammen drauf. Okay, wir bauen das jetzt einmal zusammen. Wir haben hier unsere Liste an DOIs und ja, ich glaube, ich habe es schon gespoilert. Was wir hier brauchen, um das Ganze automatisiert für mehrere DOIs zu machen, ist eine Vorschleife. Wir schreiben hier also vor DOI in DOIs und ja, hier wähle ich einmal die Variable DOI. Das wähle ich wieder selbst aus, wie das Ganze heißen soll. Und steuere hier diese Liste an, die wir haben. Mache einen Doppelpunkt und jetzt wollen wir erstmal diese ersten Schritte, die wir für die erste DOI gemacht haben, ausführen. Als erstes hatten wir hier die Daten eingelesen mit dem URL-lib-requests und URL-open-read. Das haben wir hier für die Full-URL gemacht. Und dann haben wir das Ganze in ein Python-artiges Objekt umgewandelt, also dieses JSON-Format, so dass wir dann ein Python-Dictionary vor uns hatten. Genau das müssen wir jetzt auch für alle DOIs machen und das können wir innerhalb dieser Schleife lösen. Und jetzt wird auch das hier wichtig, dass wir ganz am Anfang einmal die Base-URL gesetzt haben und einmal eine einzelne DOI. Ich nehme mal hier die Base-URL mit nach unten, dann haben wir das nochmal klarer vor uns, was hier passiert. Auf jeden Fall ist auch das hier gerade wichtig. Gut, was machen wir dafür? Wir setzen wieder eine Variable und ich nenne die jetzt wieder so, wie wir sie auch am Anfang genannt haben. Das heißt, ich überschreibe die jetzt tatsächlich von oben. Das ist jetzt aber nicht weiter tragisch. Man kann hier auch alles nochmal neu benennen, damit man das oben nicht überschreibt. Aber ich würde es jetzt einmal genauso machen wie am Anfang. Wir haben erst die Variable DOI JSON Dataset gesetzt und darin die Library URLlib.request genutzt. Daraus die Funktion URL open und dann ja, die Full URL eingelesen. Jetzt wollen wir aber sicherstellen, dass das in jedem Durchlauf für jede DOI gemacht wird. Deswegen können wir jetzt hier einmal sagen, Base URL, die bleibt ja immer gleich, plus DOI und dann Punkt Read. Was jetzt hier passiert in dem ersten Schritt ist, dass wir hier die Variable DOI gesetzt haben und im ersten Durchgang wird aus der Liste DOIs das erste Element genommen, also die erste DOI, und wird hier temporär reingepackt. Was dann hier im ersten Durchlauf passiert, ist, dass in urllibrequest.urlopen einmal die Base-URL, also das hier, was wir festgelegt haben, mit der DOI verknüpft wird. Also das, was hier gerade drin steckt, in dem Fall diese DOI. Und die wird hier dann eingelesen. Unsere Schleife geht gleich noch weiter. Theoretisch wäre sie jetzt zu Ende. Das heißt, dann wird die nächste DOI genommen und wird hier reingepackt und im nächsten Durchgang auch wieder hier mit der Base-URL verknüpft. Also so haben wir es schon mal geschafft, dass jede DOI eingelesen wird.
Dann im nächsten Schritt haben wir unser DOI-Dataset festgelegt. Diesmal nenne ich es mal DOI-Dataset und nicht noch Dict. Und haben die Library JSON genutzt und daraus die Funktion Loads für Load String und haben das Ganze in ein Python Dictionary umgewandelt. Das Ganze ist in dem Fall das, was wir hier oben einmal haben. Also das DOI-JSON-Dataset. Und jetzt können wir eigentlich schon sagen, was wir haben wollen. Wir haben gesagt, wir wollen einmal die DOI, einmal den Titel und einmal den Publisher. Für die DOI gibt es jetzt tatsächlich mehrere Optionen. Wir könnten jetzt theoretisch einfach das hier nutzen und sagen Print DOI. Probieren wir mal, ob das funktioniert. Genau, habt jetzt gesehen, das hat ein bisschen länger gedauert. Hier war jetzt das Sternchen links und das ist das, was einmal zurückkommt. Zugegebenermaßen war das jetzt aber noch nicht so ganz das, was wir hier eingelesen haben, sondern in dem Fall bekommen wir das zurück, was hier in dieser Variable steht, in DOI. Wir könnten aber auch einen Key nutzen aus dem Datenset. Gehen wir mal in das Datenset von dieser einzelnen DOI, die wir hatten, dann sehen wir das nochmal besser. Hier gab es nämlich auch den Key DOI und den könnten wir dafür auch ansteuern. Hier haben wir den auch. Machen wir es mal so. Also wir sagen hier nicht DOI, sondern einmal Print DOI Dataset und daraus den Key DOI. Führen es nochmal aus. Ganz ähnlich zurückgekommen, aber ihr seht schon, sieht ein bisschen anders aus. Also hier in den Metadaten wird alles groß geschrieben und aus unserer Liste klein. Jetzt sieht man auch super den Unterschied, was gerade passiert ist. Also beim ersten Mal haben wir uns nur die Liste hier zurückgeben lassen und jetzt haben wir tatsächlich die Metadaten abgegriffen von DataSite und haben hier einmal die DOI zurückbekommen. Häkchen dran, dann wollten wir, sorry, dann wollten wir noch den Titel. Also sagen wir auch hier einmal Print DOI Dataset. Dann können wir das jetzt genauso machen wie eben. Vielleicht haben wir es noch im Kopf, so wie ich. Haben wir uns einmal den Key Titles zurückgeben lassen. Daraus die erste Position aus der Liste und daraus dann wieder den Key Title. Führen wir es nochmal aus. Plop, plop, plop. Jetzt wird es schon unübersichtlich, aber wir sehen, wir bekommen jetzt immer pro DOI einmal die DOI selbst zurück und hier einmal den Titel. Dann geht es weiter mit der nächsten DOI und einmal den Titel, wieder die DOI und den Titel, DOI und Titel. Sieht gut aus. Und wir wollten noch den Publisher. Dafür würde ich jetzt nochmal nach oben gehen. Und hier sehen wir auch, dass der Publisher auf der obersten Ebene lag. Probieren wir es mal. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ob man sich da auch noch durchgraben muss. Benutzen nochmal Print DOI Dataset und steuern den Key Publisher an. Plop, plop, plop. Ja, hat noch nicht ganz geklappt tatsächlich. Was wir jetzt zurückbekommen, ist ein Dictionary mit dem Key Name. Und den haben wir hier auch in jedem, aber eigentlich wollen wir hier nur dieses Figshare, F1000 Research und Zenodo haben. Dementsprechend können wir dann hier einmal noch mit Name das Ganze ansteuern. Das sollte dann funktionieren. Probieren wir es mal aus. Ja, es war jetzt auf gut Glück. Es hat hier gar nicht in den Notizen, aber es hat geklappt. Habe ich mich selber nochmal bestätigt. Und ja, um das jetzt nochmal übersichtlicher zu machen, könnte man hier auch nochmal die Bindestriche setzen. Dann seht ihr besser, was zu welcher DOI gehört. Oder man kann das Ganze auch noch aufhübschen und kann hier schreiben DOI Doppelpunkt Leerzeichen plus DOI. Dann kann man hier noch ja, machen wir es mal auf Deutsch. Hier Titel, Leerzeichen, plus, plus. Und jetzt schreibe ich doch Publisher. Doppelpunkt, plus das Ganze. Machen wir es mal so. Dann bekommt ihr hier auch direkt noch ja,
eine schöne Anzeige dazu, also nicht nur die reinen Daten, sondern könnt das auch noch verknüpfen mit dem Titel. Dann seht ihr nochmal genauer, was genau gerade vor euch liegt. Und ja, das war es eigentlich schon. Wir nehmen mal hier noch das Bonus, den Bonus mit und wollen uns einmal noch das Publication Year zurückgeben lassen. Machen wir das nochmal vor die Bindestriche und schreiben hier einmal Print, DOI, Dataset und das Publication Year hatten wir uns ja schon einmal zurückgeben lassen. Und das ging einmal so. Und führen es einmal aus. Und auch das hat funktioniert. Ich glaube, ich habe das hier als Zusatzaufgabe, weil manchmal hier dann keine Ausgabe zurückkommt, sondern man das tatsächlich noch als String definieren muss. Ah, das ist jetzt der Fall. Nee, es stimmt noch bis hierhin. Sorry, ich muss gerade selber überlegen. Jetzt wird es nämlich schwierig, wenn man hier genau das Gleiche machen möchte wie hier oben. Nämlich dieses, schreiben wir hier noch Erscheinungsjahr. Erscheinungsjahr, Doppelpunkt, Leerzeichen und dann plus das Publication Year. Ja, jetzt kommt nämlich die Fehlermeldung. Und die haben wir schon mal gesehen in den Basics. Type Error can only concatenate String, not int to String. Denn was wir hier zurückbekommen bei dem Publication Year ist ein Integer und kein String. Und man kann ein String nicht mit einem Integer verbinden. Deswegen war das jetzt hier der kleine Bonus. Und um das Ganze zu umgehen, kann man das Publication Year temporär in einen String umwandeln mit der Funktion str, die wir auch schon mal genutzt haben in den Basics. Hier muss man jetzt aufpassen, dass man dann hier einmal diese runde Klammer wieder schließt und diese. Hier zeigt das Notebook das auch ganz schön an. Probieren es nochmal. Und auch das klappt jetzt. Okay, das war noch der kleine Zusatz hier. Ich finde es ziemlich cool. Ich hoffe, ihr auch. Und wie gesagt, hier ist das perfekte Beispiel für ja, für wenig Zeilen Code mit viel Auswirkung. Wir haben hier nur vier DOIs in einer Liste. Theoretisch könnten das jetzt aber auch 100 DOIs sein, es könnten 1000 DOIs sein, es könnten 1 Million DOIs sein. Und trotzdem würde sich die Länge von diesem Code nicht ändern. Also wir brauchen tatsächlich ja, sehr wenig Codezeilen für sehr viel Information und könnten so die Metadaten von sehr, sehr vielen DOIs abgreifen. Theoretisch kann man auch ja, sich externe Listen noch herunterladen von DOIs, also dass ihr die nicht manuell hier eingeben müsst, sondern vielleicht bezieht ihr die dann auch wieder aus einer Seite und könnt die dann hier auch wieder nachnutzen. Das war jetzt nur so ein kleines Beispiel. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen dieses Screencasts. Ich bin gespannt, wie lang er am Ende geworden ist. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und ich verlinke euch auf jeden Fall auch noch die verschiedenen Jupyter Notebooks, die wir hier zusammen gebastelt haben, in dem Pad. Ich mache jetzt mal hier schon eins rein, damit ihr das seht, wo ihr das dann ganz das alles finden könnt. Vielleicht packe ich es hier oben rein. Hier haben wir jetzt einmal das Metadaten von DataSite Notebook. Sollte vielleicht auch mein Bildschirm mit euch teilen. Genau, hier sind wir jetzt auf dem Pad. Hier packe ich einmal den Link rein. Und wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr zu unserem GitHub-Repositorium, das Bits and Pieces from the Carpentry Workshops. Und da findet ihr dann das Notebook, das wir gerade zusammengeschrieben haben, falls ihr da nochmal reinschauen möchtet. Nebenbei gibt es hier noch ganz viele andere Jupyter Notebooks von unseren Workshops. Hier gibt es noch jede Menge zu tun. Das heißt, wenn ihr Lust habt auf mehr, zum Beispiel, wie man auch eigene Funktionen schreibt oder wie gesagt, wie man Pandas noch weiter nutzen kann, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich mache gerne nochmal einen zweiten Teil. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Screencast, dann schreibt sie auch gerne in die Kommentare.
Und dann können wir uns da vielleicht auch noch gegenseitig unterstützen, falls es irgendwelche Fehler gibt. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Gebt gerne dem Video einen Daumen nach oben, teilt das Video gerne, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Screencast oder in einem ZB Made Lab Video. Und bis dahin, macht es gut.